Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zu einer neuen Reihe von Civilization im Erklärt-Modus. Ja, letztes Mal haben wir ja Äthiopien auf dem Schwierigkeitsgrad Prinz durchgespielt und ich denke, das war auch ganz gut, um die Grundlagen des Spiels ein bisschen zu verinnerlichen, zu sehen, was man im Spiel so machen kann, was man beachten sollte und wie man am besten vorankommt. Und ja, heute möchte ich auf einige Zuschauerwünsche eingehen und das Ganze nochmal ein bisschen verändern. Natürlich machen wir heute nicht wieder genau das gleiche wie letztes Mal, sondern wir fangen ein neues Spiel an. Wir werden kein zufälliges Starts überhaupt nehmen, sondern wir werden ja, das tun, worum ihr gebeten habt. Und das ist es, Venedig, die in meiner Tierlist am schlechtesten bewertete Zivilisation zu spielen und den Schwierigkeitsgrad ein wenig anzuziehen. Und zwar setzen wir den auf Kaiser, auf 6. Das ist hier nach Aussage von den ganzen Sachen hier sehr schwer. Die KI-Spieler erhalten Vorteil, um ihr Spiel zu verbessern. Was das genau heißt, ist, die KI-Spieler starten mit, ich glaube, auf Kaiser 2 oder 3 Technologien, die wir noch nicht haben am Anfang, und zusätzlichen Einheiten. Ich glaube, die haben einen Scout extra und haben 2 Krieger statt nur einem. Kommt das ungefähr hin? Und sie forschen schneller als wir und bauen schneller als wir. Ein bisschen. Das Ganze möchte ich nicht auf einer Standardkarte machen, sondern auf einer kleinen Pangea-Karte. Einfach nur, um euch den Spielfluss von Venedig so ein bisschen näher zu bringen. Und das würde nichts bringen, wenn wir auf einer Insel landen, wo keine Stadtstaaten oder andere Spieler sind. Denn Venedig braucht halt zum einen sehr viel Inland und zum anderen Stadtstaaten irgendwo im Spiel in der Nähe. Und deswegen mache ich die Map schön klein, dass halt alles dicht auf dicht ist und eine Pangea-Map. Das heißt, wir werden auch nah an andere Spieler dran geraten. Das heißt, es kann auch zu Konflikten führen. Was wir mit Venedig machen ist halt, und warum Venedig die schlechteste Zivilisation ist, ist der erste Satz hier, kann keine Siedler erhalten oder Städte annektieren. So, das ist ein Problem. Warum ist das ein Problem? Jede Stadt, die Venedig einnimmt, ob jetzt eine Stadtstadt über ihre spezielle Fähigkeit oder eine Stadt, die man halt erobert von einem anderen Spieler, wird zu einer Marionette. Das heißt, sie schlägt auf die Zufriedenheit, man kann sie nicht niederbrennen, weil man sie ja nicht annektieren kann. Und ja, die Marionette macht halt, was die Stadt so macht, wenn sie eine Marionette ist. Goldfokus an, was so einer der schlechtesten Fokus ist, die man machen kann, denn werden weder Nahrung noch Produktion berücksichtigt. Zweitens kann man die Bürger nicht selber zuweisen. Drittens kann man die Bauprojekte der Stadt nicht selber zuweisen. Das heißt, die Stadt ist so praktisch auf automatisch so auf Dummy-Modus und macht ganz viel Zeug, die man von der Stadt eigentlich gar nicht haben möchte. Und ja, dafür kann Venedig aber doppelt so viel Handelswege gründen. Kriegt bei der Forschung der Optik einen gratis Händler von Venedig. Das ist so ein unique großer Händler. Das ist eine unique Unit von Venedig. Damit kann man halt Stadtstaaten zu Marionetten machen, ohne ihnen halt den Krieg zu erklären. Und man kann in Marionettenstädten Gebäude kaufen und Einheiten. Das ist zwar ganz nett, aber nur weil man Gebäude in der Stadt heißt, heißt das nicht, dass die Stadt das Micromanagement richtig hat. Und glaubt mir, eine Marionettenstadt hat das Micromanagement ganz, ganz arg falsch. Das werden wir im Laufe des Spiels aber noch sehen. Das heißt, Venedig kann aus den Städten, egal wie gut sie liegen und egal wie gut das Gelände ist, niemals das maximale Potenzial rausholen, außer von der Hauptstadt. Und das ist ein Problem. Das ist ein massives Problem. Zumal Venedig halt nur die Hauptstadt wirklich als richtige Stadt hat. Heißt, wenn Venedig die Hauptstadt verliert, ist Venedig aus dem Spiel draußen. Venedig hat verloren. Venedig kann nicht viel machen, weil sie halt keine Städte annektieren können. Und wenn sie keine eigenen Städte haben, dann ist das Spiel verloren. Heißt, Venedig ist ganz schön gekniffen, wenn die Hauptstadt weg ist. Und da man nur eine Stadt angreifen muss, nämlich die Hauptstadt, wenn man halt gegen Venedig spielt, da die ja keine anderen Städte in den Weg stellen können, um halt eine Pufferzone zu erstellen, ist Venedig halt die am leichtesten einzunehmende Zivilisation, wenn sie gegen einen spielt. Und die Zivilisation, die am wenigsten aus ihrem Land machen kann, egal wie gut sie spielt, weil sie halt ihr Land schlecht einstellen kann. Und deswegen ist Venedig meiner Ansicht nach die schlechteste Zivilisation in der Liste. Venedig hat dafür ein paar andere Vorteile. Dieses Annektieren und doppelten Handelswege ermöglicht einem sehr viel Gold zu haben. Und mit dem ganzen Gold kann man natürlich eine Menge anfangen, was Venedig halt wiederum ganz gimmicky macht. Und man kann damit schon einiges anstellen, aber gegen halt erfahrene Spieler und gute KI ist das halt eher suboptimal. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken, nur weil wir die KI jetzt auf 6 drehen, auf Kaiser, heißt das nicht, dass das eine gute KI ist. Es ist immer noch die Standard-KI, bloß mit Schummelvorteilen. Mit guter KI meine ich nicht die Standard-KI von Civilization 5, ich meine die Enhanced AI im Enhanced Mod, wie zum Beispiel Vox Populi oder den normalen Enhanced AI Mod und alles sowas, was es da noch gibt. Oder halt richtige Spieler, weil die AI in diesen Mods halt darauf ausgelegt ist, mehr zu denken wie ein Spieler und weniger wie halt diese Standard-AI. Weil die spielt nach Flavors und da die AI nach Flavors spielt, kann man sie halt sehr stark beeinflussen. Und dadurch ist Venedig halt im Singleplayer eigentlich ganz gut, wenn man halt so spielt, wie man mit Venedig spielen muss. Es ist halt anders und es ist halt bei weitem nicht so lukrativ, außer mit dem Gold, wie andere Zivilisationen. Aber natürlich kann man locker noch einen Herrschaftssieg oder so aufpullen, einfach weil Venedig Venedig ist und man viel Gold hat. So, das gesagt, ich denke, wir fangen ein Spiel an und ich zeige euch einfach im Spiel, was ich meine. Geht das Ganze mal los. Seid gegrüßt, scharfsinniger Doge von Venedig, Enrico Dandolo.
Meister der Staatskunst und gewitzter Verhandlungsführer. Ihr seid zwar erst spät im Leben an die Macht gekommen, aber euer Alter hat eure List und eure Ambitionen kaum beeinträchtigt. Und ihr habt mit Eifer das geschäftige Handelszentrum Venedig zu Zeiten großer Instabilität verwaltet. Durch die Unterstützung des vierten Kreuzzugs habt ihr euch umsichtig... So, ja, hallo, großer Kaiser, Hardedar, willkommen Enrico Dingdong, schön, dass wir alle hier sind. Gut, fangen wir mal an. Also, was wir sehen ist, wir sind an der Küste, das könnte entweder ein See sein oder das Meer, das wissen wir jetzt noch nicht, haben halt unseren Siedler und unseren Krieger. Und wie es am Anfang immer so ist, müssen wir halt schauen, wo wir jetzt unsere Hauptstadt genau hinstellen müssen oder wollen. Und das ist bei Venedig doppelt wichtig, weil das unsere einzige Stadt sein wird, die wir halt selbstständig verwalten können. Und das kann problematisch werden. Deswegen bewege ich jetzt erstmal meinen Krieger hier auf das Goldfeld nach links und schaue mich mal um, wie das Gelände hier so ist. Außerdem schalte ich die Animationen mal kurz an. Ja, die habe ich immer aus, wenn ich selber spiele. Sorry. Wir haben da Gold. Gold ist eine gute Ressource für die Hauptstadt. Was wir halt am besten haben wollen, ist, wir wollen an dem Fluss bleiben, damit wir noch eine Wassermühle und halt Wasserkraftwerke und so in die Stadt reinkriegen später. Und wir wollten aber am besten auf einen Hügel, sind jetzt auf Flachland. So, das Wild ist auf einer Ebene am Fluss, auf das Wild drauf zu stellen ist sowieso nicht schlau. Wir könnten uns jetzt auf das Schafsfeld stellen, was aber auch traurig wäre, weil wir dann halt den Luxus von dem Schafsfeld verlieren würden. Wir haben hier wenig Grasland, das ist auch schlecht, weil wir wenig Wachstum in der Hauptstadt haben. Das Gelände ist eher super. Was ganz schön wäre, ist vom Fluss wegzugehen auf das Goldfeld. Dafür müssten wir unseren Siedler aber zwei Runden bewegen. Und zwei Runden bewegen ist halt eher unschön. Das ist zwei Runden schon extrem schmerzhaft und die Obergrenze von dem, was man machen sollte. Eine Runde ist okay, aber in einer Runde kommen wir mit dem Siedler halt nur auf die jetzt angezeigten Felder. Und das sind alles Felder, auf die wir halt nicht zwangsläufig eher drauf wollen, als auf das Feld, wo wir jetzt sind. Weil wir sind da wenigstens an der Küste. Das heißt, wir können Frachter später losschicken, was ganz nützlich ist, weil wir halt viele Handelswege haben mit Venedig. Und wir sind an einem Fluss. Und ich denke, wir werden jetzt einfach in Kauf nehmen, dass wir unsere Stadt nicht auf den Hügel stellen können, was mir halt in der Seele wehtut. In Reichweite unseres Geländes haben wir einmal Seide, das ist auch eine extrem schlechte Ressource, weil es halt eine Kalenderressource ist, die am besten nur Gold gibt und sonst nicht viel. Haben aber eine Menge Gold in der Nähe, das ist wenigstens ein guter Produktionsschub, haben zweimal Gold, an das wir rankommen, einmal Schafe, einmal Wild. Und das Wild ist halt auch ein Wachstumsfeld am Anfang. Das heißt, wenn wir die Stadt jetzt hier hinstellen, wächst sie zumindest erstmal ein bisschen. Und da können wir mal schauen, ob es so weitergeht. Wir haben keine gute Option. Also wir haben schlechtes Land und wir sind Venedig. Ich denke, das ist der Start, den viele von euch sehen wollten. Gründen wir erstmal unsere Stadt. Enrico Dingdong hat seine Hauptstadt gegründet. Venedig, Schmenedig. So, jetzt wählen wir unsere Forschung aus. Natürlich als erstes wieder Keramik, weil wir im ungemoddeten Spiel sind und hauptsächlich erstmal auf Religion und Wachstum aus sind. Und den Kornspeicher werden wir hier um Gottes Willen ganz dringend brauchen. Dann stellen wir die Stadt natürlich wieder auf Produktionsfokus. Das ist das einzige Mal im Spiel, dass wir das machen können und das tut mir auch in der Seele weh. Und, das habe ich gerade kurz vergessen, locken natürlich das zwei Nahrung ein Produktionsfeld, weil wir am Anfang so viel Nahrung wie möglich mitnehmen. Und produzieren als erstes natürlich den Speer. Das ist so ziemlich alles, also Keramik ist nicht zwangsläufig immer das Erste, aber alles andere, was ich gerade gemacht habe, ist so ein Standard. Das macht man am Anfang von jedem Spiel. Stadtgründen, Produktionsfokus, das Nahrungsfeld mitnehmen, wenn eins da ist. Oder auf einen Hügel gehen und so weiter. Das Gelände ist, ja, es ist nicht schlecht, aber es ist unterm Durchschnitt, würde ich mal sagen. Haben wir auch nur einen Wüstenhügel. Wenn ich jetzt da weitergehe mit dem Krieger und sehe, dass da noch mehr Wüstenhügel sind, beiße ich mir ins Bein, weil dann hätten wir vielleicht eine Petrastadt rausgekriegt, wenn wir auf das Goldfeld gegangen wären. Und dann wäre Venedig vielleicht gar nicht so dramatisch gewesen. Aber wir werden jetzt damit leben müssen. So, was wir halt auch machen müssen, ist halt schnell Speer und so rauskriegen und schnell scouten, weil scouten ist umso wichtiger hier im Spiel als Venedig, weil wir halt erstens keine Städte gründen können, die wir wirklich, wirklich nützlich ausnutzen können. Und zweitens ist es halt, wie gesagt, so, dass die KI sowieso schon mit Vorteilen gegenüber uns startet. Das heißt, das müssen wir halt ausgleichen. So, nächste Runde. Schauen wir mal, wo uns dieses Spielchen hinführt. Wir wissen auf jeden Fall, es ist eine Pangea-Map. Das heißt, diese Map wird alle Spieler auf einem Kontinent haben. Das macht das ganze Konflikt bereiter. Also es wird wahrscheinlich viel eher zu Krieg führen. Und es gibt halt nicht solche Situationen wie zum Beispiel, dass da Elisabeth mit 20 Wundern auf einem anderen Kontinent sitzt, so wie letztes Spiel. Und dass wir dann einfach nicht rübergehen, weil das einfach zu viel Aufwand wäre für den Nutzen, den wir rausziehen können. So, gehen wir mal dahin. Da ist schon die erste Ruine, das ist gut. Okay, das Gelände hier unten wäre nicht besser gewesen. Das wäre sogar weitaus schlechter gewesen. Das ist schön. Was mir halt ein bisschen wehtut, ist, hier haben wir schönes Wachstumsgelände hier unten links und wir werden da niemals eine Stadt hinstellen können. Wir können nämlich nur Städte übernehmen. Wir können keine Stadt selber mehr gründen. Das heißt, alle Städte, die wir außer Venedig hier noch haben werden selber, sind Städte, die wir von irgendwem geklaut haben. Ob jetzt von einem Stadtstaat oder einem anderen Spieler. So ist das Leben als Venedig. Das ist Dandolo Life oder wie man das nennen will. Enrico, das ist das Dandolo Life. Halleluja. So, nehmen wir mal die Ruine mit. Hier unten ist Marmor.
Und wir haben eine Gratis-Technologie, die Tierzucht. Das ist nicht schlecht. Tierzucht ist eine gute Technologie von Anfang. Haben wir hier irgendwo Pferde um die Hauptstadt? Natürlich nicht. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum Venedig schlecht ist. Man sagt ja auch, man hat so viel Gold und so weiter. Ja, wisst ihr, was ihr nicht habt? Strategische Ressourcen, wenn ihr nicht Glück habt. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben hier keine Pferde um die Hauptstadt. Wir werden also niemals Pferde kriegen, außer wir übernehmen eine Stadt, die Pferde hat. Heißt, wir können kein Militär bauen, was Pferde benötigt. Ich denke, bei dieser Top-Liste, ich habe ja auch nur die Kernthemen zusammengefasst, konnte ich, glaube ich, auch gar nicht auf jede Zivilisation eingehen, warum die denn jetzt da sind, wo sie sind. Das ist auch einer der Punkte, warum Venedig nicht so gut ist. Denn stellt euch mal vor, ihr habt keine Kohle in eurer Hauptstadt. Ihr könnt keine drei Fabriken bauen und könnt keine Ideologie vor der Moderne auswählen. Das heißt, ihr kriegt wahrscheinlich keine gratis Ideologie-Bonis, wenn alle Spieler ungefähr genauso schnell sind wie ihr. Was ein kleiner Vorteil für Venedig ist, das muss man in Venedig auch so ein bisschen zugute halten, ist, sie generieren natürlich nicht mehr Wissenschaft oder Kultur, brauchen aber weniger Wissenschaft und Kultur für halt neue Technologien und Sozialpolitiken, weil man natürlich, also gerade bei Kultur ist das wichtig, denn jede eurer Städte, das bezieht sich auf Städte, die nicht Marionetten sind, jede unserer Städte, die keine Marionetten sind, erhöht die Kosten von Sozialpolitik um 10%. Das heißt, mit Venedig wird man immer noch das absolute Minimum an Politiken brauchen. Das klingt jetzt erstmal ganz toll, ja, wir brauchen ja so wenig, das ist ja ganz klasse, wir sind Venedig. Im Prinzip ist es das aber gar nicht, weil, wenn ihr mehr Städte habt, könnt ihr auch mehr Kultur generieren, kriegt also schneller Sozialpolitik, und das wird mit Venedig nicht passieren. Deswegen ist es wieder gar nicht so gut. Und Technologien, die werden halt auch durch Marionettenstädte erhöht, die Kosten. Das heißt, das ist nicht so gut, wie es sich anhört. So, da unten geht es, glaube ich, gar nicht wirklich weiter, aber wir werden da trotzdem mal weiter scouten. Das mit Tierzucht haben wir schön, dadurch haben wir schon unsere ersten zwei Handelswege freigeschaltet. Ja, als Venedig kriegen wir ja zwei dadurch. Was als Venedig auch ein bisschen blöd ist, wir wollen natürlich unseren gratis großen Händler von Venedig, und dafür müssen wir Optik erforschen. Da wollen wir normalerweise eigentlich nicht hin. Wir haben auch keine Seeressourcen hier vor Venedig, das heißt, eigentlich lohnt es sich gar nicht so. Aber wir müssen dann irgendwo dahin, weil wir halt auch den Händler haben wollen, denn hey, wir wollen ja Stadtstaaten übernehmen. Die Sache ist natürlich, wir müssen auch evaluieren, wollen wir wirklich große Händler generieren, um Stadtstaaten zu übernehmen? Die Antwort ist eigentlich ja, weil das die einzige Möglichkeit ist, für uns harmlos an Städte ranzukommen. Die Gegenantwort wäre wiederum nein, weil wir dann halt wieder große Wissenschaftler und Ingenieure dahinter schieben, denn vergesst nicht, die laufen auf demselben Counter. So, da unten ist wirklich gar nichts mehr. Das heißt, den Rest da erforschen brauchen wir nicht, selbst wenn da vor der Küste Fisch ist oder so. Wir müssen nämlich gar nicht wissen, ob das gut für einen Expand wäre oder nicht. Denn wie gesagt, das mit den Expands, das wird dieses Spiel nicht passieren. Mhm. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Wir müssen das Land nicht wirklich evaluieren. Heißt, es ist... Oh, das Naturwunder. Der Sripada. Zwei Nahrung, vier Glauben. Das wäre extrem schön, wenn ich auf den Hügel deine Stadt stellen dürfte. Darf ich aber nicht. Das Spiel will mich doch verarschen. So schöne Naturwunder habe ich nie so nah an der Hauptstadt. Und dann spielst du einmal Venedig und dann kommt es direkt so. Das ist nämlich ein Wachstumsfeld, was gleichzeitig ordentlich Glauben gibt. Das heißt, das Feld würde uns praktisch eine Religion garantieren, aber tut's nicht. Nein, wird es nicht. So, unser Speer ist fertig. Was jetzt? Da sind Pferde. 1, 2, 3. Wir haben Pferde in der Reichweite der Hauptstadt. Das ist schön. Das ist dann doch eher erträglich. Was wir jetzt machen wollen ist, wir fangen jetzt halt nicht an, noch einen Speer zu bauen, weil es ist zwar wichtig, dass wir Scouten und Ruinen mitnehmen und so weiter, aber jetzt das große Aber, als Venedig müssen wir halt auch keine Siedler bauen und halt auch nicht so viel Gelände scouten für das Gelände selbst, sondern nur Gelände für die Ruinen und um zu wissen, wo die anderen Spieler sind, und da reicht ein Scout meiner Meinung nach erstmal aus. Deswegen fange ich jetzt direkt schon mit einem Bautrupp an, dann ist der schneller fertig. Und wenn wir die 5 Runden Keramik durchhaben, können wir mit dem Schrein anfangen. Oder einem Kornspeicher, wobei Speer würde genau... Ach komm, wir machen noch einen Speer. Denn ich will vielleicht auch ein paar Sachen von Bautrupps... Stadtstaaten klauen, also ein paar Sachen von Stadtstaaten klauen. Wir machen dort den Speer. Vor allem, weil das nicht so viel Produktion in den Bautrupp stecken würde. So, das ist der erste Stadtstaat, das ist Lhasa, ein religiöser Stadtstaat. Gibt uns 4 Glauben, normalerweise geben die 8. Das heißt, da war schon ein anderer Spieler in der Nähe. Ja, das ist ein bisschen lästig, aber wie ihr wisst, die KIs starten ja auf 6 auch schon mit einem Scout. Das heißt, die können auch relativ schnell sowas entdecken. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt hier gleich eine KI aus dem Nebel rauskommt und uns die Ruine wegnimmt. Das passiert auch relativ häufig auf diesem Schwierigkeitsgrad. Und es ist nicht passiert. Erschreckenderweise. So, Lhasa, schöne Wüstenstadt. Wenn wir Lhasa übernehmen, könnten wir da vielleicht die Petra bauen. Wenn wir die Stadt übernehmen dürften. Haha, dürfen wir nämlich nicht. Auch eine weitere Downside. In jeder Stadt, die ihr übernehmt, könnt ihr keine Wunder bauen, weil ihr nur Sachen reinkaufen könnt. Aber ihr könnt nichts reinbauen. Was halt ausschließt, dass ihr Wunder macht. Denn Wunder kann man nicht kaufen, die kann man nur bauen. Blöd. So, das war eine Goldruine, das ist ganz nett. Da ist nochmal ein Stadtstaat. Also Goldruine heißt für uns Folgendes, wir können halt Gelände um Venedig kaufen und das wollen wir auch bitte machen. Die Oase ist übrigens auch außer Reichweite. Die einzigen Wachstumsfelder, die wir hier noch haben, sind dieses Graslandfeld und dieses Graslandfeld hier. Und das ist auch extrem ärgerlich. Nächste Runde wächst Venedig, da müssen wir schauen. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal das Schafsfeld mitnehmen, weil das das einzig halbwegs nützliche Feld ist. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Aber damit müssen wir jetzt leben. Am Anfang, wie gesagt, Runden relativ schnell rausdrücken. Viel gibt's nicht zu tun, außer als scouten. So, schauen wir mal hier um die Ecke rum. Da geht der Krieger mal lang. Der Speer schaut hier mal. Das ist Columbo, ein kaufmännischer Stadtstaat. Den hat noch keiner gefunden. 30 Gold für uns. Wenn wir uns mit denen anfreunden, kriegen wir ordentlich Zufriedenheit. Das wird aber mit Venedig nicht so dramatisch sein, weil Zufriedenheit mit Venedig eigentlich nie ein wirkliches Problem sein wird. Da wir halt kaum Zufriedenheit zahlen. Halt für unsere Marionettenstädte nur ein bisschen, aber halt auch nicht die volle Zufriedenheit, die man normalerweise für eine übernommene Stadt zahlt. Und, ja, wir gründen halt keine Städte. Das heißt, wir werden unsere Zufriedenheit nicht wirklich ausreizen. Ist also als Venedig relativ irrelevant, Zufriedenheit anzuhäufen. Ein bisschen natürlich schon, ne? Wir wollen ja auch goldene Zeitaltern zu generieren. Aber es ist halt nicht so dramatisch wie für andere Zivilisationen. Ja, das Venedig-Feeling, ne? Das kommt schon so richtig auf. Das ist nämlich irgendwie ein ganz anderes Spiel, wenn man als Venedig spielt. So, Keramik ist jetzt eine Runde schneller, weil wir mit dem neuen Einwohner eine Wissenschaft mehr generieren und dadurch jetzt eine Runde früher fertig sind. Ja, und es ist halt auch günstiger, weil Keramik, alle anderen Zivilisationen in diesem Spiel haben Keramik schon erforscht und deswegen wird es bei uns auch billiger. Wenn wir sie kennengelernt haben übrigens. Das wird billiger, wenn wir sie nicht kennengelernt haben, das ist egal. Aber wenn wir sie kennengelernt haben, können wir halt Wissenschaft von ihnen leechen. So rum war das. Genau. So. Lass mal Bahnlager. Hallo Freunde. Na, alle fit? Geht's uns gut? Alles schön heute. So, ich denke, als nächstes erforschen wir Bergbau, weil wir halt Gold als Ressource haben und das auch verbessern wollen. Ich meine, der Zufriedenheitsbonus kann nicht schaden. Außerdem ist Gold ein gutes Produktionsfeld, wenn wir da erstmal was draufgestellt haben. Tierzucht haben wir schon, das heißt, die Schafe könnten wir schon verbessern. Bautrupp zu bauen wäre jetzt erstmal relativ vernünftig, aber nächste Runde ist erstmal der Speer fertig. Danach direkt ein Bautrupp. Denn wir wollen hier dringend schnellstmöglich unsere Bauernhöfe rauskriegen und das Goldfeld auch verbessern. Was für uns relativ wichtig ist, dass wir dieses Feld da mitnehmen, damit unsere Stadt auch mal wächst. Da das die Produktion vom Speer nicht beeinflussen wird, nehmen wir jetzt mal die Felder so mit. Dann wächst die Stadt nämlich auch irgendwann mal wieder. 11 Runden, nicht sehr schön, aber ich denke verkraftbar. Unsere Speer kriegen derweil von Barbaren auf die Fresse. Mhm. So ist das halt, ne? Das ist das Venedig-Life, da muss man mit leben. Das ist halt Gangster-Rap in Italien, der kommt aus Venedig, das müssen wir festhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eigentlich aus Sizilien kommt, weil Sizilien doch, glaube ich, so Mafia-Hochorte sind, aber nee, was soll's. Genau, wir bauen erstmal einen Schrein, weil man muss halt bedenken, da alle KIs mit Keramik gestartet haben, können sie von Anfang an den Schrein bauen. Wenn wir eine Religion Chance haben wollen, überhaupt auf diesem Schwierigkeitsgrad, sollten wir wirklich schnellstmöglich unseren Schrein bauen. Und da ist noch eine Ruine. Das ist schön, ich hoffe, die kriegen wir auch nächste Runde mit. Ist natürlich, ich habe da gesehen, wie dieser Zipfel die Ruine hatte. Das konnte man natürlich nicht wissen, aber die war so nah dran und ich habe sie nicht mitgenommen. So ist das manchmal, ne? So ist das manchmal, dass Venedig leben. Ja, das hat nichts mit Venedig zu tun, das ist halt manchmal allgemein so. Also ich hoffe einfach, da hat niemand mitgenommen. Nein, wir dürfen sie mitnehmen. Das ist relativ freundlich. Vielleicht ist noch mal was Gutes drin. Schauen wir mal, es war eine Kulturruine. Das ist schön. Dann können wir auf jeden Fall direkt Tradition aufmachen. Als Venedig gibt es übrigens keine Alternative zu Tradition, denn Unabhängigkeit wird ja nur besser, wenn man mehr Städte hat, aber haha, denkt ihr, wisst ja, was wir nicht machen können. Mehr Städte. Ehre und Frömmigkeit sind nie eine Alternative, also der Klassiker. Also als Venedig ist das Spiel auch ziemlich beelined, also der Anfang von Venedig sieht eigentlich fast immer gleich aus, wenn man halt halbwegs competitive bleiben will. Oder China, hallo China. Das heißt, man muss ungefähr halt immer genau das machen, was ich jetzt gerade mache. Man könnte natürlich den Schrein auslassen, wenn man wirklich auf Religion verzichten will, aber ich würde es euch nicht empfehlen, auf Religion zu verzichten, da Venedig sowieso einen heftigen Goldbonus kriegt und natürlich so Bonusse von Märkten und so prozentual sind, lohnt sich jeder Flat-Goldpunkt, den ihr in der Stadt anhäuft, natürlich sehr gut und Religion ist dafür ja prädestiniert, wie wir im letzten Spiel sehen konnten. Die Sache von Venedig ist ja auch nicht nur, dass die beiden Venedig hat ja gar kein Unique Building, sondern Unique Units, halt ziemlich inkonsequent sind. Die großen Händler sind halt wirklich, da muss man überlegen, ob man die überhaupt generieren will, weil man dann halt keine Wissenschaftler stattdessen generiert. Aber andererseits will man sie halt auch haben, weil man sonst keine neuen Städte kriegen kann, ohne Krieg zu führen. Und das zweite von Venedig, das ist, ich zeige euch das mal eben kurz, ich gebe einfach hier oben mal Venedig ein. Moment, ich gebe mal kurz Venedig ein. Moment, ich versuch's mal. Schade. Haben Venedig nicht gefunden, ja. Mensch, ist ja auch keine große Stadt, dann versuchen wir es mal mit Enrico. Enrico, den kennen Sie doch, oder? Den Enrico, da ist er. So, Venedig. Genau, das ist nämlich die große Galeasse, die ersetzt, die normale Galeasse. Und ich glaube, die hat einfach nur ein bisschen mehr Angriff, richtig? Genau, und sie kostet aber auch mehr. Und da die Galeasse eher so eine Einheit ist, die nicht wirklich Sinn macht und halt die große Galeasse nur 3 Schaden mehr macht und dafür trotzdem teurer ist, ist es vielleicht, also 10 Punkte teurer, nicht wirklich teurer, ein bisschen stärker schon. Aber die Galeasse ist halt keine wichtige Einheit im Spiel. Fregatten sind wichtig. Die sind halt die verbesserten Galeassen, die halt auch aufs Ozeanfeld raus können. Galeassen sind eher so, ich weiß nicht.
Vor allem setzen die ja auch voraus, dass die Gegner halt Küstenstädte haben. Und wie wir hier schon sehen, ist es ja China. Und China hat keine Hauptstadt am Meer. Was ein bisschen ärgerlich ist. Ne, also eine Sache ist schon mal gut, wir haben zwei Stadtstaaten relativ nah dran. Das heißt, das sind Stadtstaaten, zu denen wir auch wirklich Handelskarawanen schon von Anfang an hinschicken können. Und wir wollen halt so viele Stadtstaaten wie möglich an Karawanen anbinden, um halt Gold zu generieren. Das ist so das, was wir als Venedig machen wollen. Denn dieses Gold werden wir ganz dringend benötigen, da das die einzige Möglichkeit ist, die Gebäude in die Städte, die wir übernehmen, auch reinzukriegen, die wir haben wollen, weil die Städte halt sonst was bauen. Das werden wir später sehen. Das ist jetzt noch nicht so relevant ganz am Anfang. Aber ihr werdet sehen, das wird relativ seltsam werden. Und das ist ziemlich, ziemlich wild als Venedig. Gehen wir mal dadurch mit unserem Krieger. Das Salz, ärgerlich, ich mag Salz. Ja, da unten ist noch mehr Land. Den Speer schicken wir mal hier in den Dschungel. Da ist nochmal ein Barbarenlager und da ist. Wer ist das? Portugal? Sumerie. Ja, Sumerie, Bödebier, Maria, Schmaria. Der geht's gut. Wie ihr hier auch seht, die haben mehr Punkte als wir, logischerweise, weil sie mehr Technologien haben. 20 Punkte durch Technologie, das heißt 5 Technologien. Wir haben 12, das sind nur 3. Und wir haben ja eine Gratis-Technologie gefunden. Das heißt, die hätten normalerweise 3 Technologien mehr als wir, aber jetzt sind es nur noch 2, weil wir halt eine Gratis gefunden haben und die halt beide nicht. Das ist ganz glücklich für uns. Das hat den Vorsprung, also den die hatten, ein bisschen gedämpft. Ja, aber ansonsten ist das halt hier alles relativ stressig am Anfang. So, wir haben jetzt hier durch unsere Kultur, die wir ja durch Tradition kriegen, schon mal ein Geländefeld erworben, also das Seidefeld. Ja, der Gouverneur nimmt gern Luxusressourcen mit. Wahrscheinlich nimmt er sich jetzt die Pferde nimmt er sogar mit, das ist ganz gut. Und das Goldfeld. Das ist vernünftig, die Felder brauchen wir auch, aber ich möchte sie ungern mit Gold kaufen. Deswegen passt sich das ganz gut. Ja, ansonsten gilt halt das Übliche, wir wollen erstmal weiter scouten. Vielleicht noch ein paar Ruinen finden, denn Ruinen sind am Anfang wirklich sehr, sehr dankbar. Das gilt für jede Zivilisation, nicht nur für Venedig. Und ja. Hier wird aber wahrscheinlich nichts mehr sein, weil da halt Venedig ja schon in China war. Hier ist ein Barbarenlager und da ist die Küste, das heißt, da kommen wir nicht wirklich durch. Oh Mensch, das ist schlecht. Das war wahrscheinlich so unser Einflussbereich, mehr oder weniger, weil diesen ganzen Einflussbereich in Häkchen hier werden wir nicht nutzen können. Oh, das Gelände ist allgemein eh nicht so gut. Hier unten bei Marmor wäre ein schöner Expand eigentlich, ne? Hier so auf diesen Hügel, dann hätten wir das Marmor mit, dann hätten wir hier das Weizen. Das zweite Goldfeld hier, was wir von der Hauptstadt noch mitnehmen können, da könnten wir schön das Goldpantheon mitnehmen. Dann haben wir nämlich 3 Goldfelder in Reichweite. Das wären 3 Glauben, 3 Kultur. Könnten hier noch das Naturwunder mitnehmen. Könnten vielleicht das Naturwunder-Pantheon nehmen. Dann hätte das 8 Glauben drauf statt nur 4. Irgendwie sowas. Das wäre alles ganz schön. Und das bleibt uns aber als Venedig alles verwehrt. Und ihr merkt einfach schon, wie viele Features des Spiels verloren gehen, wenn man Venedig ist. Und ich denke, es wird langsam klar, warum ich Venedig halt nicht gut finde. Aber es ist halt eine eigene Erfahrung und Venedig kann halt auch Spaß machen und also Spaß ist ja nicht gut sein, ne? Man kann auch mit der schlechtesten Zivilisation Spaß haben. Ich renne ja auch manchmal bei Fallout 3 mit so Sachen wie der chinesischen Pistole rum und schieße Supermutanten oder sowas, um mal einen Vergleich zu geben. Das sind Sachen, die man nicht gerne machen soll. Also die wollen eine Botschaft, das wollen wir nicht. Denn ich möchte ungern am Anfang den Krieg erklärt kriegen. Das ist auf höheren Schwierigkeitsgraden so eine Faustregel. Macht keine Botschaften, bevor ihr nicht Militär habt. Das ist natürlich allgemein eine Faustregel, aber auf höheren Schwierigkeitsgraden umso mehr. Vor allem bei Portugal relativ. Das sind relativ fiese Zivilisationen. Die expandiert sehr gerne, sehr schnell. Und was expandieren halt bedeuten kann, ist halt, dass, wenn sie irgendwann keinen Platz mehr für sich selber zum Gründen haben, dann greifen sie halt euch an. Also die werden hier oben irgendwo sein. Das heißt, wir sind deren nächste Nachbarn. Deswegen will ich nicht, dass die wissen, wo unsere Hauptstadt ist. Das können sie gerne selber scouten hier durch den Dschungel. Aber keine Botschaft, noch nicht. Denn es ist relativ ärgerlich, wenn die uns früh den Krieg erklären. Das heißt nämlich, wir müssten früh auf Militär gehen und könnten halt, müssten früh halt unsere Wissenschaft produzieren und so weiter einschränken. Und da das alles Dinge sind, die für Venedig sowieso schon eingeschränkt sind, möchten wir das noch nicht weiter dämpfen. Also möchten wir halt wirklich schnellstmöglich alles so rauskriegen, dass es uns halt Vorteile verschafft. Was wir natürlich jetzt noch nicht machen, ist den Bautrupp produzieren, aber ich möchte wirklich erstmal den Schrein haben, weil ich wirklich eine Chance auf eine Religion haben möchte. Das wäre sehr, sehr wichtig für mich. Und in der Religion werde ich natürlich keine Pagoden mitnehmen diesmal. Einfach, weil es sich nicht wirklich lohnt. Weil es sich nicht wirklich lohnt, denke ich mal. Weil wir die Zufriedenheit auch nicht wirklich brauchen. Und weil wir nicht sonderlich viele Städte haben werden im Verlauf des Spiels. Da ist die Hauptstadt von Portugal. Ihr seht ja schon, die haben 2 Krieger. Die haben keinen Krieger extra gebaut. Nee, die haben mit diesen 2 Kriegern gestartet. Einfach, weil wir den Schwierigkeitsgrad höher gedreht haben. Ansonsten, ja, Peking wird auch so aussehen. Die haben natürlich auch mehr Einwohner, weil vielleicht haben die Population-Ruine gefunden, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die schneller Wachstum generieren oder beziehungsweise weniger Wachstum brauchen. Also es gibt auf dem Ziffiki eine ganz gute Zusammenfassung, was auf welchem Schwierigkeitsgrad wie viel ist. Und so Wachstum von Städten, Produktion, was die für Gebäude, für Wunder brauchen und so weiter. Wunder sind übrigens, die brauchen nie weniger Produktion für Wunder, aber sie kriegen natürlich mehr Produktion in den Städten rein. Also sie kriegen eine Modifikator auf die Base-Produktion, die die Stadt hat. Das heißt, die Wunder werden nicht billiger, aber es wird einfacher für sie, die Wunder zu bauen. Also werden die Wunder praktisch schon billiger für sie. Peking ist
Wenn die einfällt weiter oben rechts, wäre das eine fantastische Petra-Stadt. Und sie haben sich so kaputt geschossen. Meine Güte, ich hätte die Stadt gern übernommen, wenn sie eine Petra gebaut hätten, aber das können sie jetzt nicht machen, richtig? Gras und Fluss, Gras und... Wenn das Feld oben links ist, wenn ich sehen können, Wüstenfeld, das können sie es. Ich hoffe einfach mal. Ja, was ihr mit Venedig halt machen wollt, ist, ihr wollt mit Venedig praktisch Krieg führen. Enrico ist nicht umsonst als Backstabber war bekannt. Ihr wollt praktisch anderen Leuten das wegnehmen, was sie sich hart erarbeitet haben, weil Venedig sich selbst nichts erarbeiten kann. Blöden Ausbeuter. Also praktisch ist Venedig das, was Leute sagen, dass Griechenland für die EU ist, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Ne? Griechenland wurde ganz schön über den Tisch gezogen teilweise auch, aber das ist eine andere Geschichte. Venedig ist hier ein ganz schönes Arschloch in Civ. Das ist, aber man muss es auch arschlochmäßig spielen, ansonsten kommt man nicht voran. So, wir könnten jetzt natürlich segeln und so erforschen. Das würde uns nochmal zwei Handelswege geben. Aber da wir eh noch keine Karawane gebaut haben und so schnell auch nicht dazu kommen werden, passt das erstmal. Was wir halt brauchen, ist Kalender. Wir wollen natürlich hier die Seide verbessern. Aber was ich jetzt mal machen werde, und das ist eine Sache, die sollte man sich am Anfang immer gut überlegen, weil die Hauptsache, warum man das eigentlich meistens nicht machen kann, ist die Tatsache, dass man Siedler bauen muss und dafür keine Zeit dann hat. Wir werden jetzt Schrift erforschen und versuchen, die große Bibliothek zu bauen. So, das ist sehr riskant. Warum ist das sehr riskant? Weil andere Zivilisationen, ja, also hier auf diesem Schwierigkeitsgrad, schon mit Keramik gestartet haben. Schrift kann man direkt erforschen, wenn man Keramik hat. Das heißt, die hätten jetzt schon 16 Runden Zeit gehabt, Schrift zu erforschen. So, kann nämlich sein, dass andere Zivilisationen die Schrift schon haben. Und wir wissen sogar, dass andere Zivilisationen die Schrift schon haben. Denn wer bei uns eine Botschaft anfragen kann, und das kann Portugal machen. Und China nicht, aber Portugal kann es zumindest, kann auch die große Bibliothek bauen. Aber wenn wir die große Bibliothek rauskriegen sollten, wäre das ein sehr, sehr guter Boost für uns, um halt alles, was bei Venedig nicht schlecht läuft, auszugleichen. Ich werde jetzt erstmal Schrift erforschen und dann werde ich bei den anderen mal reinschauen. Wir wissen, es gibt fünf KIs, weil wir auf einer kleinen Map sind, kennen zwei. Wenn wir Schrift erforscht haben, können wir Botschaften austauschen, also Botschaft für Botschaft, und dann halt in die Hauptstädte reingucken, ob sie die große Bibliothek bauen. Das heißt, wenn wir keine weiteren Zivilisationen finden, was ich aber hoffe, dass wir in der Zeit tun, weil wir halt unsere Scouts auch unterwegs haben, können wir halt gucken, ob die hier die große Bibliothek bauen. Und wenn das nicht der Fall ist, können wir natürlich für uns relativ locker anfangen, die zu bauen. Was auf jeden Fall vorher noch sein muss, wir müssen noch einen Bautrupp produzieren, bevor wir überhaupt daran denken, ein Wunder zu produzieren. Sehr riskant, aber als Venedig kann man sich, glaube ich, halbwegs erlauben, weil wir halt überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden müssen, irgendwann mal einen Siedler zu bauen. Das wird nicht passieren. So, können eine neue Politik einführen. Oligarchie, standardmäßig, weil wir halt hier nach unten durch wollen, zu den guten Politiken von Tradition. So, der Krieger geht mal hier hin, da ist nichts weiter Interessantes. Der Speer geht mal weiter nach rechts, da ist auch nichts. Schauen wir mal hier unten, da ist auch nichts Interessantes. Geht's hier oben noch weiter? Ja, nur auf den Landzungen und der portugiesische Speer ist da schon. Da ist also auch nichts mehr. Wahrscheinlich wird hier rechts mehr von der Pangaea-Map sein. Und hier links bei uns war es das dann. Schade drum, aber wird man nichts machen können. Damit müssen wir jetzt höchstwahrscheinlich leben. So, unser Schrein ist jetzt fertig, das ist schon mal gut. Dann generieren wir nämlich jetzt auch langsam Glauben. Haben jetzt 5 Punkte. Bräuchten 10 fürs erste Pantheon, wenn es in der Zeit kein anderer schafft, das zu gründen. Normalerweise wird das auf dem Schwierigkeitsgrad aber der Fall sein, dass uns ein paar Leute vorher ein Pantheon wegnehmen. Vor allem, weil wahrscheinlich Portugal war das, hier Lhasa zuerst kennengelernt hat und dadurch halt schon den 8-Glaubensbonus gekriegt hat. Also brauchen die ja nur noch 2 Punkte. Aber Portugal ist, glaube ich, doch, die sind relativ religiös. Also kann gut passieren, dass die in 2, 3 Runden ein Pantheon haben. Und dann werden wir das generieren müssen. Den Krieger werde ich jetzt mal langsam heimschicken und hier zwischen noch mal gucken, was da in den verdeckten Feldern noch ist. Den Speer schicke ich mal hier runter. Da ist noch eine Ruine, das ist schön. Die werden wir wahrscheinlich auch mitkriegen. Da oben war nichts mehr, weil der Speer von denen umgedreht hat, wird da nichts mehr sein. Gehen wir also auch mit dem Speer zurück. Und bauen jetzt einen Bautrupp, der ist nämlich relativ wichtig für uns. Hier kommen schon Barbaren, aber das ist für den Anfang relativ unwichtig. Solange wir keine Einheit in der Hauptstadt haben, also Bautrupps oder sowas, oder Siedler, ist es auch nicht wichtig, ob da jetzt Barbaren sind oder nicht, weil die uns halt nicht wirklich auf die Pelle rücken können. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto aggressiver werden die Barbaren. Das ist nur noch eine Anmerkung von mir. Das heißt, jetzt werden die Barbaren wahrscheinlich aggressiver sein als im letzten Spiel. Nicht zwangsläufig sehr viel mehr, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall. Was aggressiver heißt, ist, Barbaren funktionieren folgendermaßen. Die schauen auf der Map und schauen das nächste Ziel an, was halt in der Nähe ist. Sie priorisieren meistens Stadtstaaten vor Spieler und schauen dann, ja, was ist denn so in der Nähe? Also wenn ein Ziel das Barbarenlager ist, da ist es ja, also die haben eine gewisse Reichweite. Sagen wir, die Reichweite ist 8 Felder, dann schauen sie, was ist in 8 Feldern Reichweite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh, da ist ja Venedig. Mensch, dann schicken wir doch mal unseren Trupp da runter. Und dann schauen sie hier runter, Lhasa ist zu weit weg und diese Reichweite wird halt höher auf höheren Schwierigkeitsgraden. Das heißt, die könnten jetzt auch Colombo oder Lhasa angreifen, aber da wir weitaus näher dran sind, gehen die halt auf uns.
Also Reichweite ist ein höherer Faktor als Stadtstadt oder nicht Stadtstadt. Aber wenn wir gleich weit weg wären, würden sie meistens den Stadtstadt priorisieren, wobei das wahrscheinlich auch ausgewürfelt wird mit einer Zufallszahl. Also in Civ funktioniert halt viel mit Zufallszahlen im Hintergrund. Also auch gerade die Einstellung der KI. Die haben meistens so Einstellungen, zum Beispiel, wie bereit sie sind, Krieg gegen jemanden zu erklären. Das könnte so ein Wert zwischen, also wenn da steht, Wert, Basiswert ist 5, heißt das eigentlich, dass das ein Wert zwischen 3 und 7 ist, also plus minus 2 Punkte. Das heißt, wenn wir das Spiel starten, kann die KI einen Wert zwischen 3 und 7 haben und der wird dann ausgewürfelt. Das heißt, zum Beispiel China ist, glaube ich, relativ kompetitiv mit Krieg und so weiter. Das heißt, die haben, glaube ich, einen Basiswert von 6 oder 7 oder sowas. Das heißt, die könnten, wenn wir Pech haben, auf 9 hoch sein und dann wirklich sehr, sehr aggressiv werden, könnten aber auch runtergeregelt werden auf 5 und sind dann halt relativ durchschnittlich. Das weiß man nicht. Und das wird man auch nicht einsehen können im Spiel, außer man geht halt in irgendwelche Lua-Files rein. Aber normalerweise bedeutet das für uns halt, dass wir das halt im Laufe des Spiels rausfinden werden, je nachdem, wie aggressiv die uns gegenüber sind. Wir werden es halt nicht wirklich einlesen können, wenn das Sinn macht. So, machen wir mal weiter. Die Barbaren sind jetzt auf unserem Pferdefeld. Oh nein, oh nein. Wie können sie es nur wagen? So, was ist hier zwischen noch? Schönes Land, schönes Flachland. Also wenn wir praktisch Lhasa übernehmen würden irgendwann, könnten wir das Grasland schön nutzen. Die Sache ist, Stadtstaaten zu übernehmen hat halt auch wieder eine Downside. Wenn wir zum Beispiel uns mit Stadtstaaten verbinden, generieren sie uns zum Beispiel Glauben oder so weiter. Das machen sie natürlich nicht, wenn wir sie schon eingenommen haben. Eine Gratis-Technologie, Schrift, fantastisch. Also die Ruinen sind diese Runde echt gut. Da ist Belgrad. Hallo Belgrad. Hat auch noch keiner gefunden. Nochmal 30 Gold für uns. Ist auch sehr schön. Was wir nicht an Land haben oder an Zivilisationen, machen die Ruinen auf jeden Fall wett. Schrift ist echt fantastisch. Das haben wir sehr, sehr dringend nötig gehabt. Das waren jetzt 8 Runden, die wir uns gespart haben. Was wir als nächstes machen, ist... Kalender wäre nicht schlecht. Fallen stellen wäre auch nicht schlecht. Weil Wild eine sehr gute Ressource für uns ist und wir das auch irgendwann verbessern wollen. Und wir brauchen halt Fallen stellen, auch um für Reiterei oder so später reinzukommen. Wobei ich denke, wir nehmen erstmal Bogenschießen mit, weil wir unser Militär auch aufstocken wollen. Und Bogenschützen sind am Anfang eine sehr, sehr gute Investition. Deswegen wollen wir da auch so schnell es geht hinkommen. So. Ja, Bogenschießen erstmal, dann vielleicht Fallen stellen und so. Denn der Bottrop braucht eh noch 13 Runden. Da können wir in der Zeit auch noch ordentlich Bogenschießen erforschen. Ich finde Bogenschützen halt am Anfang sehr, sehr viel wichtiger als Krieger, weil Krieger relativ, die sind schwach und müssen halt jedes Mal auf den gegnerische Einheit draufhauen, weil Krieger also selber auch Schaden, während man Bogenschützen halt schlau positionieren kann und Gegner bombardieren kann, während die Bogenschützen keinen Schaden kriegen. Dadurch sind Bogenschützen natürlich weitaus nützlicher, auch wenn sie einen Schaden weniger machen. Und sie upgraden sich halt in Kompositbogenschützen, Armbrustschützen und das sind halt gute Einheiten im Verlauf des Spiels, während Krieger zu Schwertkämpfern werden, die wir nur bauen können, wenn wir Eisen haben. Und wie ich schon über strategische Ressourcen geredet habe, es steht nicht fest, dass wir Eisen kriegen. Das ist Glück. Wir können halt auch nicht, wenn wir zum Beispiel, wenn jetzt hier Eisen wäre über den Bananen, das werden wir nicht kriegen, weil wir da keine Stadt hinsetzen können. Und das ist halt relativ problematisch. Das ist relativ problematisch. So, der Feind ist bei der Stadt Venedig gesichtet worden, deswegen schicken wir den Krieger auch wieder relativ zurück. Oh, Lhasa hat schönes Gelände. Lhasa zu übernehmen lohnt sich sogar wahrscheinlich. Hier bei Belgrad unten ist nicht so viel los. Was sagt der Speer hier oben? Da ist Portugal, da kann er auch mal schauen. Also ich werde da oben hinter Portugal mit dem Speer nochmal schauen. Dann schießen wir mal einmal auf den Krieger hier drauf, den Barbarenkrieger, die Bestie. So, und genau das Schloss, was wir jetzt machen können, ist halt natürlich hier das Schafsfeld mitnehmen, 2 Produktionen. Und 1 Nahrung, das ist natürlich wenig Nahrung. Wir haben jetzt nur 33 Runden, bis wir, also was heißt nur, wir brauchen noch 33 Runden für den nächsten Bürger. Das ist extrem langsam. Aber so ist das halt manchmal, ne? So ist das halt, wenn man halt die Venezianer spielt. Da muss man sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Was natürlich auch keine Option für uns ist, ist Handelswege zwischen Städten, die uns gehören, hin und her zu schicken, bis wir halt irgendwelche Stadtstaaten übernommen haben und dann auch nur, wenn sie nah genug dran sind. Das heißt, das wird vorerst nur Colombo und Lhasa betreffen, wenn wir sie wirklich übernehmen können. Da wir halt keine Städte gründen können, die uns halt Nahrung an die Hauptstadt liefern. Das heißt, die Hauptstadt wird nicht so groß werden wie die letzte Hauptstadt im letzten Spiel. Was halt auch wiederum ärgerlich ist. Aber willkommen im Venedig Live. Hier sind wir. Wir sind hart drauf. Wir sind hart. Das Venedig Live so, da ist auch nichts. Riga rotiere ich jetzt mal wieder zur Hauptstadt, weil wir da ein bisschen Verteidigung benötigen. Jetzt können wir mal schauen, was Portugal so für Gelände hat. Aber was wir auch machen können, ist jetzt mit Portugal mal eine Botschaft austauschen. Botschaft für Botschaft ist ganz okay. Ich will auch relativ freundlich mit denen bleiben erstmal. Also jetzt können wir bei denen reingucken. Es sieht nicht so aus, als wenn sie die große Bibliothek bauen wollen würden. Das Gelände auf Portugal ist fantastisch. 2x Salz, 1x Wild. Das wird so gutes Gelände, wenn sie hier einen Kornspeicher reinbauen und das Salz verbessern. Das ist sehr, sehr schön. Also die Hauptstadt hätte ich gern. Aber die kriegen wir halt nur, wenn wir Krieg führen. Und auch dann wird es nur eine Marionette werden, aber eine relativ dankbare Marionette. Das ist wieder Naturwunder, das ist wieder ein Zufriedenheit für uns und mehr wird das für uns nicht bedeuten. Ist das halt, aber das ist nicht so wichtig, also Grand Mesa ist jetzt nicht so das beste Wunder. 2 Produktionen, die man nicht verbessern kann und 3 Gold ist halt eher so, Also das ist jetzt hier kein großartiger Verlust, da weine ich jetzt nicht hinterher. Ansonsten,
sieht ganz gut aus. Ich denke, wir könnten mit dem Krieger auch mal das Barbarenlager da angreifen, auch wenn es relativ hart wird. Denn unser Kampfbonus gegen Barbaren ist gesunken. Ich glaube, auf Prinz ist der so 40%. Ich bin mir ziemlich sicher. Was heißt ziemlich sicher? Ich glaube, so circa 20% haben wir jetzt nur noch Kampfbonus gegen Barbaren. Ich glaube, genau. Und dann glaube ich, auf 7 sind es 10%, auf 8 ist er dann weg. Auf jeden Fall ist es schwieriger, Barbaren zu töten auf diesem Schwierigkeitsgrad auch. Deswegen wird das Ganze ein bisschen lästiger. Ja, ansonsten nächste Runde. Viel zu tun ist am Anfang, wie gesagt, nicht. Wir haben unseren Glauben sichergestellt. Wenn jetzt kein Pantheon gegründet wird zwischen den Runden, kriegen wir auch das erste Pantheon. Das fände ich relativ schön, wenn das klappt. Venedig kann auch mal den Gegner angreifen. Da rum kommen wir auch nicht. Das heißt, der Speer kann auch mal woanders hingehen. Wir gucken da mal ins Barbarenlager nochmal ran, ob das Gelände daneben irgendwie interessant ist. Würde ich sagen, so, der Barbarentyp ist tot. Das ist auch wichtig, hier steht nämlich auf unserem besten Wachstumsfeld drauf. Und das finde ich eher ungeil. Denn wenn er da steht, kriegen wir halt kein Wachstum in der Hauptstadt gesehen, das stagniert dann. Ihr könnt das Feld wieder mitnehmen, habt ihr mitbekommen? Ja, okay, haben sie mitbekommen. 32 Runden ist halt echt widerwärtig lange und das ist halt echt nicht schön. Und das müssen wir ausgleichen und das wird wahrscheinlich noch dauern, bis wir hier Großgrundbesitzer mitnehmen können, bis das ausgeglichen wird und das ist ärgerlich, das ist extrem ärgerlich. Oh, keine gute Runde, muss man sagen. Aber nächste Runde haben wir auch, wie gesagt, ein Pantheon. Und das könnte uns das Leben ein bisschen einfacher machen, hoffe ich mal. Gut, Spieler 4. Schauen wir mal, ob kein Pantheon gegründet wird. Kein Pantheon raus. Okay, wir kriegen das erste Pantheon. Sehr angenehm. Das heißt, wir können, wenn wir es gut anstellen, da ist der nächste Spieler. Und nicht der schon wieder. Ja, den kennen wir ja noch aus dem letzten Spiel. Netter Zeitgenosse. Genau, hier sind viele Berge, das ist relativ gut, um uns später zu verteidigen, weil an Bergen vorbeizukommen ist relativ lästig mit Armeen. Genau, ich will da hinten noch mal ein bisschen scouten. So, jetzt können wir gucken, welches Pantheon nehmen wir. Ich denke, am sinnvollsten ist, wie ich bereits gesagt habe, ein Glaube, ein Kultur von Goldfeldern. Immerhin haben wir da 2 Stück an der Hauptstadt. Wobei 2 hält es halt auch nicht die Welt, ist. 2 ist nicht sonderlich viel. Wir haben aber keine Steinbrüche, keine Wüste, keine Edelsteine und Perlen. Das sind so die interessanteren. Tundra ist eher uninteressant. Wir haben wenigstens auch Kultur hier drauf. Wir könnten zwar auch einen Gottkönig, einen Kultur, einen Glauben, einen Gold, eine Produktion, eine Wissenschaft mitnehmen. Das wäre dann halt ein Glauben, ein Kultur weniger für ein Gold, eine Produktion, eine Wissenschaft. Das würde uns jetzt vielleicht das Early Game ein bisschen anspornen, aber uns dafür später langsamer machen. Der Rest ist relativ uninteressant, weil wir haben kein Kupfer und kein Eisen. Also wir wissen nicht, kein Kupfer und kein Salz und Eisen wissen wir nicht. Naturwunder werden wir nicht kriegen können. Das heißt, die einzigen interessanten Optionen für uns sind momentan wirklich Gottkönig und Gold. Das einen Kultur, einen Glauben. Aber ich denke, wir nehmen wirklich Gold, weil wir auf jeden Fall beide Goldfelder bewirtschaften werden in der Hauptstadt. Das heißt, Götzenbilder wird halt auf Dauer vielleicht ein bisschen besser als Gottkönig. Ich bin auch nicht so der größte Freund von Gottkönig. Gottkönig wäre interessanter, wenn da noch ein Nahrung zusätzlich mit drauf wäre. Das würde unser Problem gerade lösen. Da hätte ich Gottkönig auch genommen. Aber da genau Nahrung der Punkt ist, der da fehlt, ist es für uns halt relativ uninteressant. So. Um das jetzt auszugleichen, werde ich jetzt das andere Goldfeld da hinten, was relativ weit weg ist, schon mal kaufen. Und den Punkt hier vom Schaf runternehmen, ob wir jetzt in 31 Runden wachsen oder gar nicht, ist eher uninteressant. Aber dann haben wir halt, generieren noch mehr Gold pro Runde, generieren einen Glauben mehr und einen Kultur mehr. Das treibt uns schneller Richtung Großgrundbesitzer, das heißt, wir können dann unsere Nahrung wieder ausgleichen. Das treibt uns schneller in Richtung der Religion und das ist halt auch das, was wir machen wollen. Und der Bautrupp kann dann halt erstmal schauen, dass wir hier mal irgendwo ein bisschen Nahrung generieren. Das wäre ganz vernünftig. Ja, in 5 Runden haben wir den. Ich meine, ob wir jetzt in 33 Runden wachsen oder gar nicht wachsen, das ist, sind wir mal ehrlich, im Early Game relativ egal, das macht keinen Unterschied. So. Nächste Runde. Das ist aber, wie gesagt, kein Problem, was wir komplett ignorieren dürfen. Das ist halt bloß ein Problem, was wir erstmal nach hinten schieben können. Aber wir müssen da natürlich auf jeden Fall noch drauf eingehen, auf dieses Problem. Ansonsten werden wir frühestens im, was heißt frühestens, spätestens in der Klassiker oder allerspätestens im Mittelalter ein riesiges Problem haben. Wahrscheinlich schon vorher. Und das heißt, wir müssen da auf jeden Fall drauf eingehen, so. Viel mehr können wir jetzt gerade nicht machen, unsere Einheiten halt bewegen, die Stadt wächst nicht, die Stadt produziert, das heißt, mehr können wir mit wenig auch gar nicht machen. Wir haben ja auch gar kein wirkliches Micromanagement im Moment, was halt einfach daran liegt, weil was wollen wir managen? Wir haben nur eine Stadt und werden auch so schnell keine weitere kriegen. So, schauen wir mal hier, das Gelände beim Kamehameha würde ich auch gerne sehen, der hat schon einen Bautrupp. Ich hätte auch gerne einen Bautrupp, den haben wir auch demnächst. Ich will jetzt nur mal sehen, was da hinten ist, da ist gar nichts mehr. Und dann werde ich den Speer hier runter nach Lhasa rotieren und schauen, ob wir den im Bautrop wegnehmen können. Mit Lhasa will ich mich gar nicht wirklich anfreunden, weil Lhasa wird der erste Stadtstaat sein, wie schon gesagt, den wir halt einfach übernehmen, indem wir dann einen Händler reinstecken. Und da ist es ganz egal, ob die uns mögen oder nicht. Wir schicken den einfach rein und sagen, ihr gehört jetzt uns und dann war es das. So, als nächstes erforschen wir ganz dringend das Rad, weil wir eine Wassermühle bauen können und die gibt uns wieder 2 Nahrung in der Hauptstadt und das ist halt so gesehen das, was wir halt auch dringend in Venedig brauchen. Mehr Nahrung, wie wir schon mitbekommen haben.
Und ich denke, den Plan mit der großen Bibliothek, den schmieren wir uns mal an den Hut. Das ist nämlich eher uninteressant an dem Punkt, wo wir halt nicht wachsen. Und ja, da müssen wir halt eher darauf eingehen. Wir werden jetzt erstmal Kornspeicher oder sowas bauen. So, ich schau mal, wie das Gelände hier noch aussieht. Bei Kamehameha will ich jetzt nicht weiter reingucken. So, da ist nichts mehr. Wir haben einen Bogenschützen und sonst nichts im Lager. Das ist relativ vorteilhaft. Einen Bogenschützen kriegen wir mit dem Krieger wahrscheinlich tot. Weil die relativ schwach auf der Brust sind, wenn man da erstmal dagegen angreift. So, drücken wir mal die Runden raus. Viel mehr ist gerade nicht zu tun. Genau, schauen wir hier nochmal. Ich würde nämlich wirklich gerne das ganze Gelände sehen. Auch wenn wir das Gelände nicht nutzen können. Vielleicht hat noch irgendjemand eine Ruine übersehen. Das wäre für uns ganz dankbar. So, den Speer mal Richtung Lhasa. Nächste Runde haben wir unseren Bautrupp. Wie gesagt, viel mehr geht hier auch gar nicht mit Venedig. Das ist ja das Ärgerliche. So, Runde raus. So, Lhasa, habt ihr einen Bautrupp? Sieht nicht so aus. Ist natürlich relativ ärgerlich. Die Stadtstaaten sind auf höheren Schwierigkeitsgraden eigentlich auch viel produktiver. Also machen auch viel mehr Dinge, die halt sinnvoll sind und Vorteile bringen. Ich stecke euch jetzt erstmal auf das Schafsfeld hier, dann können wir entscheiden, wo wir hingehen. Ich werde wahrscheinlich erstmal hier das Graslandfeld verbessern. So, mit dem Krieger hauen wir jetzt mal auf den Bogenschützen drauf. Hoffen einfach, dass wir das Barbarenlager wegkriegen. Normalerweise würde ich euch das nicht empfehlen, mit einer einzigen Einheit ein Barbarenlager anzugreifen, aber die sind halt wirklich so nah dran bei uns, dass ich die halt wirklich schnellstmöglich weghaben möchte. So, jetzt den Kornspeicher. Sehr, sehr wichtig. Wir wollen dringend weiter wachsen. Und danach wahrscheinlich dann auch direkt die Wassermühle. Das gibt uns dann insgesamt 4 Nahrungen. Das löst das Problem für 1, 2 Bürger. Aber auf jeden Fall nicht auf Dauer. So, weitergemacht. Da sind schon wieder lästige Barbaren. So, Lhasa, habt ihr jetzt einen Bautrupp oder habt ihr nicht? Meine Güte, ist das ärgerlich. So, der Speer kann hier oben weiter gucken. Da müssen nämlich noch andere Spieler sein. Ich würde die gerne alle kennenlernen. Die haben ja alle mehr Technologien als wir. Wir können mal hier vergleichen. Technologiescore ist bei uns 24. Das sind 6 Technologien. China hat 28. Das sind nur 7. Maria hat 32. Das sind 8. Und Kamehameha hat 28. Das sind auch nur 7. Die haben nicht sonderlich gut in Technologien investiert. Das ist jetzt schlecht. Die haben da noch eine zweite Fernkampfeinheit generiert, die über das Lager rüberwerfen. Nee, Lager ist im Dschungel. Die können da nicht drüber werfen. Das ist relativ dankbar. Das heißt, wir können jetzt hier weiter drauf angreifen und sind relativ wenig in der Gefahr, dass wir da jetzt nächste Runde getötet werden, weil die Faustkeile uns halt nicht angreifen können von da, wo sie stehen. Da halt das Lager ein Dschungelfeld ist und über Dschungelfelder, die zählen als Hindernis. Das heißt, da können 2 Range-Einheiten nicht drüber angreifen. Das heißt, wir können jetzt da weitermachen, aber nochmal angreifen sollten wir nicht, denn dann könnte der Bogenschütze uns wahrscheinlich töten. Ich könnte auch selber eine Bogenschützeneinheit gebrauchen, aber Wachstum ist erstmal wichtiger, als noch eine Einheit zu generieren, da wir halt noch den Krieger haben, der sich halbwegs kümmern kann. So, Lhasa hat da jetzt nichts Interessantes. Ärgerlich, ärgerlich. Was ich mit dem Krieger, glaube ich, einfach mache, ist, haben wir schon eine Quest, um dieses Lager hier wegzumachen? Haben wir nicht. Ist aber... Die haben sich wegbewegt. Das ist dankbar. Dann können wir jetzt einfach Drill drauf tun, anstatt irgendwas anderes zu machen. Angreifen und hoffen, dass das Lager jetzt vernichtet. Und das tut es. Perfekt. Dann ist das Barbarenlager hier weg. Und wir haben keine direkte Bedrohung nebenan mehr. Ich würde mal sagen, schauen wir mal hier hin. Und mal hier hin, was hier so am Gelände ist. Ich würde hier gerne alles sehen. Ist ein relativ schönes Gelände hier rechts. Schade, dass wir es nicht besiedeln dürfen. Hä? So, nächste Runde haben wir wieder eine Sozialpolitik. Der Bautrupp braucht noch 4 Runden für den Bauernhof. Was wir halt auch machen können, ist langsam eine Karawane irgendwann bauen, um Geld zu generieren. Aber Wachstum ist erstmal wichtiger als Gold auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir erstmal unser gratis Monument mit. Das ist halt auch eher uninteressant, weil wir nur 1 davon kriegen werden. Aber wir müssen Legalismus halt mitnehmen, um zu den guten Sachen runterzukommen. Ja, Speer an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Du auf keinen Fall. Du kannst Lhasa weiter belagern. Ihr Kriegerlein kommt mal runter zur Richtung Hauptstadt. Ihr könnt da euch heilen und gleichzeitig den Bautrupp verteidigen. Da muss nochmal ein Stadtstaat. Die Stadtstaaten wollen wir, wie gesagt, alle kennenlernen. Wir sind Venedig. Wir müssen wissen, wo unsere Ressourcen sind. Und Stadtstaaten sind praktisch unsere Ressourcen als Venedig. So, jetzt haben wir gerade das Weizenfeld da oben mitbekommen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können statt diesem Zweierfeld hier das da mitnehmen und statt dem Feld hier das Zweierfeld. Dann wachsen wir in 16 Runden. Das ist dankbar. Also, dankbar nicht, aber besser als nicht zu wachsen. Denn wir wachsen mit 16 Runden halt schon irgendwann. Da ist Ägypten. Hallo Ägypten. Ägypten hat die Schrift nicht erforscht. Interessanterweise haben relativ wenig Leute hier die Schrift erforscht. Und Ägyptens Speer kriegt sich gerade erstmal einen gefangen von netten Leuten, die sich Barbaren schimpfen. So, das ist Ragusa. Oh, die haben einen Bautrupp. Die sind gar nicht mal so weit weg, aber wenn China das Gelände hier dicht macht, dauert es relativ lange, den zu uns zu kriegen. Deswegen werde ich diesen Bautrupp wahrscheinlich nicht klauen. Wie sieht es denn mit Lhasa aus? Ich kann ja hier mal mit dem Speer rein und rausgehen, um zu gucken, ob die einen Bautrupp generieren. Andererseits kann ich ja mit dem Krieger hier mal Richtung Colombo gehen.
und gucken, ob die einen Bautrupp haben. Unsere nächsten Nachbarn sind erstmal die interessantesten Ziele für sowas. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Der Freundschaftsvertrag können wir machen. Wir wollen erstmal relativ freundlich mit unseren Nachbarn bleiben, damit wir sie halt für Wissenschaft und so weiter ausbeuten können, bis wir halt dieses Defizit ausgeglichen haben, was wir halt dadurch haben, dass wir halt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen. Schauen wir mal, wie sieht es bei Ramses aus? Wie viel Technologien hat der denn? 28. Das ist gar nicht mal so viel mehr als wir. Schauen wir mal hier. Aber wir wissen halt auch nicht, wie teure Technologien das sind. Es kann halt auch sein, dass der schon relativ nah an der Klassik ist, während wir hier noch mit Guffeltechnologien rummachen. So, jetzt sind wir im Gelände von Ragusa. Das konnten wir natürlich nicht wissen, denen das gefällt, das mitgenommen. Euren Bautrupp lasse ich mal in Ruhe. So, was brauchen wir? Was halt eine Option ist, wir könnten Mathematik erforschen, dann sind wir in der Klassik und kriegen alles andere erstmal billiger. Andere Optionen wären Fallen stellen, dann können wir halt das Wildfeld hier auch mal verbessern. Interessant sind für uns aber erstmal das Goldfeld und das Weizenfeld, das heißt, das hat auch sowieso noch Zeit. Bronzeverarbeitung vielleicht, damit wir unser Eisen sehen, aber an sich auch nicht so wichtig. Segeln erstmal relativ uninteressant. Die zwei Handelswege sind zwar nett, aber auch noch nicht so... Ich denke, wir gehen als allererstes mal in die Mathematik. Dann sind wir in der Klassik und kriegen alles andere günstiger und wir könnten vielleicht auch die hängenden Gärten bauen. Da wir ein extremes Wachstumsproblem haben, wäre es sehr interessant, die vielleicht auch als Option zu haben. Da wir jetzt schon relativ viele andere KIs kennen, ist es halt auch relativ leicht zu evaluieren, ob wir uns Wunder erlauben können oder nicht, wenn wir halt diese Botschaften ausgetauscht haben. Wir können jetzt nämlich schon bei Lissabon reingucken, die bauen zum Beispiel gerade nichts. Wir können bei Peking reingucken, die bauen zum Beispiel auch gerade nichts, höchstens auf dem Feld da. Da müssen wir vielleicht noch eine Botschaft austauschen, sehen wir das. Und wir können mal Kamehameha fragen, hast du inzwischen die Schrift? Nein, hast du nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wir können halt diese Botschaften austauschen, das ist relativ interessant am Anfang. Da wir halt sehen können, was die machen. So, Kamehameha hat die Klassik erreicht. Das war nämlich das, was ich meinte. Die haben vielleicht nicht so viele Technologien mehr als wir, aber haben vielleicht schon interessantere Technologien oder halt teurere. Muss ja nicht interessanter sein, kann auch einfach teurer sein. Wir warten jetzt darauf, dass Lasern einen Bautrupp generiert, mehr oder weniger. Da der Speer halt nichts wirklich mehr erkunden kann, ohne ihren ewigen Marsch auf sich zu nehmen. Und in der Zeit wird der andere Speer das erforschen. So, ich werde jetzt diesen Bogenschützen töten. Wir haben keine Gefahr, angegriffen werden von dem Faustkeil, auch wenn es eigentlich gehen würde. Denn was in der KI auch verankert ist, dass Barbaren sich nicht im gleichen Zug bewegen und angreifen. Also zumindest keine halt Fernkampfbarbaren. Das heißt, dieser Faustkeil wird uns nicht angreifen. Jetzt haben wir Einfluss bei Columbo generiert und wenn die halt jetzt mit uns nicht so ein Problem haben oder wir vielleicht sogar für die das Lager da unten wegmachen können, können wir uns vielleicht mit denen erstmal verbünden. Ist halt auch eine Überlegung wert. So, der Bauernhof ist fertig, das ist wieder eine Nahrung für uns mehr. Das ist für den Anfang relativ wichtig, wie gesagt. Wir wollen unsere Nahrungspunkte rauskriegen. So, nächste Runde. Stonehenge ist weg. Das ist relativ gängig, dass relativ schnell Wunder weg sind. Das war Ramses, nehme ich mal an. Der hat 25 durch Wunder. Ja, Ramses hat Stonehenge gebaut. Das heißt, der wird wahrscheinlich die erste Religion kriegen. Als nächstes gehen wir mal hier hin und nehmen dann das Weizenfeld mit, denke ich mal. So, hier haben wir nichts Interessantes. Wir müssen jetzt auf diesen Faustkeil da aufpassen. Columbo hat einen Bautrupp, den wir auch, das ist ein Ebenenfeld, richtig, direkt mitnehmen können. Das ist jetzt unserer. Dankeschön. Und wir wollen direkt Frieden verhandeln in Columbo. Das ist der typische Bautrupp-Klautrupp-Move. Das kann man machen, wenn man am Anfang Bautrupps haben möchte. Aber sollte man nur einmal machen, beim zweiten Mal werden Stadtstaaten, wie nennt sich das? Misstrauisch, glaube ich, einfach nur. Und man hat dann halt einen Standardeinfluss von minus 20 anstatt von 0. Und das ist halt relativ schlecht, weil man dann halt sich schwer tut, sich überhaupt mit denen zu verbünden und halt mehr Gold reinstecken muss, etc. Deswegen machen wir das jetzt nur einmal. Das ist ein Bautrupp, den wir halt nicht selber bauen müssen. Das hilft uns, unser Gelände schneller tüchtig zu machen und Venedig zu verbessern. Ist auf jeden Fall eine relativ dankbare Sache. Stonehenge ist für uns jetzt relativ uninteressant als Wunder gewesen, deswegen ist es jetzt nicht so wild, dass das weg ist. Trotzdem sollten wir schauen, dass wir mit Ramses auf jeden Fall eine Botschaft austauschen, wenn der die Schrift erforscht, weil er halt ein Wunderspammer ist und wir wissen wollen, was er baut, damit wir halt keine Zeit verschwenden. Zeit verschwenden ist halt so das Schlechteste, was ihr in Civ machen könnt, und Wunder bauen und dann die um eine oder zwei Runden weggebaut zu kriegen, ist halt so eine der größten Zeitverschwendungen, die passieren kann. Botschaft mit China? Das möchte ich nicht, die sind zu nah dran und eine relativ kriegerische Zivilisation, deswegen machen wir das nicht. Ja, den Speer werde ich jetzt da wegziehen und den Bautrupp hier verteidigen. Einfach nur, weil wir jetzt schon einen Bautrupp geklaut haben und das halt nicht nochmal machen wollen. So, jetzt sind wir in Reichweite von dem Faustkeil, das ist relativ ärgerlich, weil er halt einmal draufwerfen kann. Die sind relativ stark, die Faustkeile, aber ich glaube nicht, dass der Krieger davon stirbt. Ich denke bloß, dass es relativ knapp werden könnte. So, ich möchte jetzt hier das Weizenfeld verbessern. Das ist ein relativ interessantes Feld für uns. Vor allem, weil das jetzt durch den Kornspeicher nochmal eine Nahrung oben drauf kriegt. Genauso wie das Wildfeld. Also wir haben zwei Kornspeicherfelder hier. Deswegen ist der Kornspeicher relativ interessant, weil er uns zwei Nahrungen so gibt und zwei Nahrungen durch diese Felder. Das sind vier Nahrungen. Das gleicht unser Wachstumsproblem fürs Erste erstmal sehr stark aus. Das ist sehr gut für uns. Ja, des Weiteren da oben ist Ramses. Mit dem brauche ich vielleicht gar keine Botschaft austauschen fürs Erste, wenn ich den jetzt halt so erscoute.
Mit Ruinen hat sich jetzt übrigens, also Ruinen werden wir höchstwahrscheinlich keine mehr finden. So ist das halt manchmal. Ne? Das wäre jetzt nach dem Kontrakt wäre übrigens ein idealer Zeitpunkt für uns, einen Siedler zu bauen, wären wir nicht Venedig. So, Ägypten hat jetzt ein Pantheon gegründet, natürlich durch den Stonehenge relativ schnell gekriegt jetzt. So, da ist Theben, wir können natürlich nur die Hälfte sehen. Relativ ärgerlich, so. Jetzt braucht Venedig aber nur noch 3 Runden, um zu wachsen. Der Faustgeld hat sich entschieden, sich zu bewegen und auf den Stadtstaat zu gehen, anstatt uns anzugreifen. Das ist relativ dankbar. Danke, lieber Barbar oder so, dann können wir uns gleich unsere Pferde noch verbessern. Schauen wir mal, aber Ägypten hat sich ein Kulturpantheon genommen, das heißt, so schnell werden die davon auch keine Religion generieren, wobei sie halt diese 5 Glauben immer noch haben, jede Runde. Das heißt, von jetzt an, jetzt haben sie ja 0 Glauben, diese Runde, dauert es halt genau 40 Runden, bis sie halt allein durch den Stonehenge einen Propheten generieren. Beziehungsweise mindestens 40 Runden, dauert meistens 2-3 Runden länger noch, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt als nächstes die Wassermühle, weil das nochmal Nahrung und ein bisschen Produktion ist. Wir wollen Venedig halt erstmal ins Laufen kriegen, ist unsere einzige Stadt, deswegen wollen wir das Beste daraus machen, was wir können. Wir könnten theoretisch halt jetzt auch schon eine Karawane bauen, vielleicht einen Bogenschützen oder so. Ein Bogenschütze wäre auch relativ interessant, aber ich denke, den werde ich mit Gold kaufen, wenn es soweit ist, dass wir halt Gold generieren. Wenn wir erstmal unsere Goldfelder, wie sie auch so schön heißen, weil es ist ja halt Gold als Ressource oben drauf, mitnehmen können, wird das halt relativ easy damit halt auch Gold zu generieren. Dann bauen wir halt noch eine Münzanstalt in die Stadt rein. Und dann, also goldtechnisch wird es uns später nicht schlecht gehen. Der Anfang ist relativ egal damit. Das Problem ist halt, wie gesagt, Expansion und was wir halt machen können. Und ihr werdet halt sehen, dass das halt relativ krebsig wird. So, jetzt sehen wir halt viel von Theben, das heißt, wir sehen auch, ob die noch ein Wunder bauen. Die haben Barbarenprobleme, da brennt das Land um Theben rum, das ist ganz gut. Das heißt, sie verschwenden Bautruppzeit, das ist relativ interessant für uns. Also ich würde jetzt hier eine Weide bauen, beziehungsweise erstmal eine Weide anfangen. Ich denke, ich baue die auch fertig. Das ist mehr Produktion für uns und wir haben dann unsere Pferde, falls wir dementsprechende Einheiten bauen wollen. Ich verschanze erstmal die beiden Einheiten, die sollen genau da stehen, wo sie sind, um mal die Bautrupps zu verteidigen. Mehr zu scouten gibt es hier auf unserer Hälfte des Pangeas nicht mehr, also hier hinter diesem Land. Zügen hier hin. Haben natürlich wieder so einen Stadtstaat, der hier direkt in der Mitte liegt. Das heißt, wenn wir den übernehmen, kontrollieren wir die Landzunge später. Portugal hat expandiert. Porto, da ist es. Ja, Portugal expandiert immer relativ schnell. Das muss uns nicht weiter kümmern in dieser Runde. Wie die expandieren und so, kann uns relativ egal sein, weil wir können das nicht. Wir können nur einnehmen. Das heißt, wir wollen, dass die expandieren, damit, wenn wir uns expandieren wollen, halt ja, deren Städte nehmen dann mehr oder weniger. Das ist das Einzige, was wir machen können. So, dann gehen wir mal hier um Ägypten rum. Uns fehlen natürlich immer noch andere Zivilisationen, die wir noch kennenlernen müssen. Beziehungsweise eine andere Zivilisation noch. Portugal ist auch recht freundlich mit uns. Wir kriegen auch einen Freundlichkeitsbonus dadurch, dass wir die Freundschaftserklärung unterzeichnet haben. Also mit einer Freundschaftserklärung ist das niemals Fake-Freundlichkeit, sondern immer echte. Wenn wir eine Freundschaftserklärung haben, ist es absolut unwahrscheinlich, dass wir uns wirklich angreifen. Habt ihr inzwischen die Schrift erforscht? Habt ihr nicht? Und ihr generiert Minusgold? Ne, das waren wir. Haha. Ihr generiert Plusgold. Hä? Ärgerlich. Kamehameha hat auch noch nicht die Schrift erforscht, das ist ganz interessant. Peking baut nicht die große Bibliothek und Lissabon auch nicht. Portugal baut meistens wenig Wunder. Die expandieren halt relativ stille Städte, also die bauen meistens Siedler statt Wunder, wenn man das so sagen kann. So, drücken wir mal auf nächste Runde. Das heilt unseren Krieger ganz gut, auch wenn die jetzt angegriffen werden. Werden sie sogar gar nicht. Dann sollen die da vorbeilaufen, das ist relativ uninteressant. Könnten wir in der Hauptstadt einmal auf das Schiffchen da schießen. Auch eher uninteressant. Ich schätze mal, hier rechts irgendwo wird noch der letzte Spieler sein. Hier oben irgendwo. Das werden wir gleich sehen. Wir haben dann einen Einwohner in Venedig. Den setzen wir auf eins der Goldfelder. Ich würde das aber auf das hier oben setzen. Weil das Feld da oben... Wobei, da könnte sich der Barbar nächste Runde vielleicht draufstellen. Nehmen wir doch das da unten. Das da oben werde ich halt früher verbessern. Aber wir können die ja immer noch umpositionieren. Jetzt haben wir ein bisschen Produktion mehr, ein bisschen Gold mehr und so weiter, das ist ganz dankbar. Und ein gutes Wachstumsfeld, ein weiteres haben wir gar nicht, deswegen passt das so. So, Belgrad hätte gerne Hilfe, Barbaren abzuwenden und so weiter, das können wir momentan nicht erübrigen, wir haben nämlich noch keinen Bogenschützen dafür. Brauchen wir auch erstmal nicht, wir sind relativ sicher da, wo wir sind, bis Portugal sich denkt, oh, wir sind dann doch ein bisschen zu nah beieinander. Lasst ihr mal den Speer in Ruhe, finde ich gar nicht so nett von euch. So, den Speer, den lassen wir dann mal verschanzt, das ist okay. Den Speer ziehen wir von den Barbaren weg und lassen hier oben mal weiter gucken. Jerewan, das ist nochmal ein bisschen Gold für uns. Hallo Jerewan. Ägypten verteidigt Jerewan. Jerewan möchten, dass wir ein Barbarenlager wegmachen, direkt neben denen. Eher uninteressant. Machen wir nicht viel zu weit weg, haben keine Militäreinheiten in der Nähe. So, der Bauernhof ist fertig. Das ist wieder eine Nahrung für die Hauptstadt, das ist schön. Das heißt, nächste Runde können wir hier auf das Goldfeld gehen und da verbessern. Ich denke, ich werde mich diesen Barbaren hier mal annehmen. So, das machen wir. Der Krieger hat sich auch ein bisschen geheilt, dann passt das schon. Ja, die schießen uns auf den Krieger, das ist egal. Der hat noch ein bisschen HP. Der verkraftet das. So,
Beispiel, jetzt wollen wir das Goldfeld verbessern. Das Schiffchen von dem Barbaren darf sich gerne mal woanders hin verfriemeln. So, und dann greife ich... Den Krieger verschanze ich jetzt mal. Dann werden die den wahrscheinlich weiter angreifen, weil der schon Schaden hat. So, was ist hier oben noch? Viel Land, wenig zu tun. Greife ich mal so an, dann haben die nämlich schon Schaden, die Barbaren. Den sollte man mit dem Speer nicht zu oft machen, aber einmal geht bestimmt. So, das dauert noch. Nämlich zwei Runden. Oh, ja, alles andere ist in Ordnung. Unsere Städte wachsen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Glauben. Zwei pro Runde ist nicht die Welt, aber es ist okay. 7 Kultur pro Runde ist ganz gut. Und wir wollen noch den letzten Spieler finden. Das Gute daran ist, wenn wir alle Spieler gefunden haben, ist, dass wir direkt mit der Druckerpresse den Weltkongress gründen können, wenn es soweit ist. Ja, die werden nämlich weiter den angeschossenen Krieger da angreifen. Tot kriegen werden wir den wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Die Barbaren. Ich denke, ich verschanze die erstmal. Das ist ja auch für die ein EP-Bonus. Ich kann ihn natürlich auch hier hinstellen. Und da hält er sich um 20 pro Runde, nicht nur um 10, weil es in unserem Gebiet ist. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht gerade stirbt, dass er nochmal angegriffen wird, aber ich bezweifle das mal. So, Runde rausgedrückt. Na, liebe Barbaren, was macht ihr so? Ich möchte eigentlich sehen, was die Barbaren hier treiben. Die werden sich ja bestimmt nicht nehmen lassen, weiter anzugreifen. Nee, aber die greifen jetzt den Speer an. Interessanterweise. Weil der halt wahrscheinlich näher dran steht. So, dann verschanze ich mal meinen Krieger. Das waren halt EP für die Einheiten auch, wenn sie halt nur aufs Gesicht gekriegt haben. Barbareneinheiten leveln halt nicht. Dadurch ist das relativ egal. Das ist ein Barbarenlager. Die haben sogar einen Bautrupp. Ich stelle mich da mal daneben und guck. Ne, da sind noch mehr Bogenschützen. Ist eher ärgerlich. Manchmal kann man mit einem Speer nämlich so ein Barbarenlager abgreifen. Wenn da zum Beispiel ein anderer Spieler halt versucht, das Barbarenlager halt zu clearen, dass man dann halt einfach reinschreitet und sagt, ja, ich habe das jetzt gecleared und dann kriegt man halt den Bonus dafür selber. Anstatt, dass wer anders das kriegt. Der Speer hat noch 33 HP, kriegt nochmal 10 dazu. Das heißt, wenn ich den jetzt verschanze, kriegt er nochmal EP. Das ist ganz gut, das machen wir. So. Freundschaftserklärung. Ja, wir wollen erstmal schön freundlich mit allen sein. Das ist am Anfang ganz vernünftig. Das ist etwa unser Speer, der da aufs Gesicht kriegt. Ich wage mal zu behaupten, ja, leider. Hier das Gleiche. So, der hat jetzt aber ein Level up. Ich gebe dem mal Sicht plus 1. Dann sehen wir, was hier noch so los ist. Und ziehen den mal da weg. Vielleicht hier so hin. Dann können wir da erstmal heilen. So, als nächstes, denke ich, verbessern wir... Das andere Goldfeld wäre interessant. Ich fange erstmal hier an, einen Bauernhof zu bauen. Flussbauernhofsfelder sind für uns interessant, auch wenn es nur Ebene ist. Weil wir mit öffentlicher Verwaltung, wie gesagt, da gute Bauernhöfe haben. Den ziehe ich da auf jeden Fall mal weg. Der hat zwar kein Level abgekriegt, aber gute Erfahrung. Da, wo er jetzt steht, ist er sicher, weil die Barbaren sich, wie gesagt, nicht bewegen und gleichzeitig schießen. Die Mine hier dauert noch, Stadt wächst auch noch nicht. Alles andere ist erstmal egal. Nächste Runde. Botschaft mit China. Inzwischen würde ich gerne bei euch reingucken können. Die bauen jetzt die große Bibliothek übrigens. Das heißt, für uns lohnt sich das nicht mehr. Ägypten, auch eine Botschaft. Die bauen gerade kein Wunder mehr. So, also an dem Punkt im Spiel, Botschaften haben wir es gar nicht so verkehrt. Jetzt schießen die auf andere Speer. Das ist ganz okay. Die Chance kann unser Krieger nutzen, um sich zu heilen. So, den Speer möchten wir auch mal heilen. Wobei, ich denke, den heile ich in der Hauptstadt. Dann sparen wir Gold pro Runde. Schießen jetzt nochmal da drauf. So, ich denke, wirklich mal noch ein Feld. Ich fange hier im Bauernhof an. Ich will nämlich erstmal hier die Schafe und das Gold verbessern. Aber man kann halt, wie gesagt, eine Runde bewegen und dann nochmal verbessern. Dann spart man sich halt Züge insgesamt. So, der heilt sich da erstmal eine Weile, der Speer. Nächste Runde wächst die Stadt wieder und wir haben die Wassermühle. Das ist ganz interessant. Vielleicht können wir dann mit den hängenden Gärten anfangen. Nee. Eine Runde heile ich den noch. So, ist gut. Die Barbaren werden jetzt wahrscheinlich weiter den Speer da angreifen, weil der näher dran ist. Und weil Speer fragilere Einheiten sind als verschanzte Krieger. So, Klassik. Mathematik erforscht. Und können eine neue Politik einführen. Dann nehme ich auf jeden Fall Großgrundbesitzer. Weil unsere Hauptstadt wachsen soll und weil wir halt die Zufriedenheit war das Monarchie? Ja, nicht so dringend brauchen. Genau, jetzt ziehe ich dich mal auf das Schafsfeld da. Da sind jetzt Bogenschützen. Das finde ich relativ lästig. Ich denke, die kriegen wir aber tot. Ich will nämlich nicht, dass die unser Gelände da anzünden. Da haben wir nicht umsonst die Pferde da verbessert. Und das ging auch relativ gut. Das Problem ist, jetzt werde ich diesen Bautrupp da ein Feld wegbewegen müssen, weil der ansonsten eingenommen wird von dem anderen Barbaren.
Denn wir waren einnehmen, tun die auf jeden Fall. So, als nächstes. Wachstumsfeld haben wir kein gutes. Dann nehmen wir aber das Goldfeld für mehr Religion, auch wenn das eine Produktion weniger ist. Mehr Religion, mehr Kultur, mehr Gold. Das ist interessant. So, dann haben wir nämlich drei Religionen pro Runde. Beziehungsweise drei Glauben. Große Bibliothek, 17 Runden. Das ist mir das Risiko auf keinen Fall wert. Wir bauen jetzt erstmal einen Bogenschützen, weil wir unser Militär aufstocken müssen. Und erforschen als nächstes das Fallenstellen, weil ich hier noch das Jagdlager reinbauen möchte. Und weil Fallenstellen zur Reiterei führt und Reiterei ist relativ nett. Kalender könnten wir auch erforschen, weil die andere Luxusressource, die wir noch brauchen, ist aber erstmal doch recht unerheblich. Also ich denke, Fallenstellen ist für uns erstmal die beste Wahl. Einfach für das Jagdlager. Den Zirkus vielleicht, der ist nicht so wichtig, aber für Reiterei dann halt auch. Denn Ställe sind für uns zwar auch nur eine Produktion, aber ich will halt rausholen, was wir kriegen können. Vielleicht nehmen wir auch erstmal Bronzeverarbeitung, das ist auch interessant. Ich will das Eisen sehen. Da wir halt wenig Ressourcen haben, ja, schwierig. Also Steinmetzkunst brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme Bronzeverarbeitung. Dann könnten wir theoretisch auch Sperrkämpfer bauen, aber die sind auch relativ uninteressant, finde ich. So. Ja, ich denke, das passt so. Wie weit hast du dich hochgeheilt? Och, du heilst dich am besten nochmal ein bisschen. So. So, dann will ich das andere Goldfeld auch verbessern. Und genau, dann kannst du wieder dahin. Und dann könnt ihr auch wieder dahin und das verbessern. Das hat uns zwar jetzt eine Runde gekostet, aber ich konnte den Bogenschützen da nicht unser Geländer anzünden lassen. So, jetzt gucke ich mal, was hier noch ist. Ein bisschen viel Küste. Und ist nicht viel. Das Gute ist, der kann jetzt halt zwei Felder weit gucken, dieser Speer. Das ist sehr, sehr nett. So, was heißt zwei Felder, ein Feld weiter? Normalerweise können die Zweier kann jetzt drei Felder weit gucken. So, jetzt macht's Sinn. Ja, der bombardiert wahrscheinlich weiter den ägyptischen Speer hier, der Barbar. Das ist für uns relativ egal. Machen wir mal weiter so. Nach dem Bogenschützen baue ich vielleicht erstmal unsere erste Karawane, damit wir ein bisschen Gold reinkriegen. Genau, der schießt da weiter auf den Speer. Ich denke, ich werde ihm jetzt mal ein bisschen Druck machen, indem ich mit meinem Krieger dagegen angreife. So, dann bauen wir hier die Mine weiter. Ach ja, schön. Noch so ein Barbar. Naja, wir haben in zwei Runden den Bogenschützen. Ich denke, wenn ich jetzt erstmal den Speer draufstelle, können wir hier schon anfangen, die Mine zu bauen. Und mit dem Speer werde ich mal schauen, ob ich den letzten Spieler noch finde. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo hier hinten sein. Mhm. Gut, gut. Ansonsten, nächstes Ziel ist es hier, bei der Sozialpolitik Monarchie freizumachen. Das ist einfach noch ein Goldbonus für uns. Das ist ganz nett. Und zusätzlich, ja, mal schauen, Religion dann irgendwann gründen. Technologien vorantreiben. Wir wollen auf jeden Fall irgendwie mal in Richtung öffentliche Verwaltung, weil das hier für unseren Fluss ganz nett ist. Und ansonsten müssen wir halt schauen, wir wollen vielleicht in Optik rein, dass wir halt einen gratis großen Merchant kriegen, also einen großen Händler von Venedig. Vielleicht wollen wir halt auch Spezialisten in Märkte reinsetzen. Das ist in Venedig eine Situation, die sogar manchmal auftritt. Genau, jetzt können wir auf wen schießen? Auf das Schiff wieder. So, das ist jetzt endlich versenkt, dann nervt das nicht mehr. Und genau, hier bauen wir das weiter. Der Speer kann sich verschanzen, dann heilt er sich auch. Dieser Speer nicht, der soll natürlich auf Achse sein. Mal schauen, wie es hier hinten so aussieht. Den Krieger upgraden wir auf Drill 2. Das ist sehr nett, dann hat er schon mal zwei Upgrades. Ja, Mensch, wollen wir weiter angreifen? Das ist relativ riskant, ha? Dann verschanze ich ihn mal eine Runde. Aber zwei Level-Ups schon auf dem Krieger zu haben, ist sehr, sehr nett. Das sind 30% Kampfstärke. Ja, ansonsten sieht es eigentlich ganz vernünftig aus. So, ich glaube, die Mine hier ist fertig, wenn ich sie rausdrücke. Richtig. Vier zufrieden, eine Produktion mehr diese Runde schon direkt. Das ist sehr nett. Hier unten ist irgendwo ein Barbarenlager. Da müssen wir uns drum kümmern, auf jeden Fall. Ja, mit dem Faustkerl kommt er nicht an meinen Bautrupp ran. Das ist gut. Dann kann ich den Speer hier unten mal hinschicken, um zu gucken, wo das Lager ist. Und der Bogenschütze kann sich dann um die Verteidigung hier kümmern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Für den Anfang. Also unsere Hauptstadt sieht ganz gut aus. Die Sache ist halt, wir haben keine weiteren Städte. Das heißt, die Hauptstadt muss gut aussehen, wenn wir überhaupt competitive bleiben wollen. Jetzt hat er unser Geländer angezündet, der alte Schlingel. Das war abzusehen, das machen die gerne. Aber jetzt ist er in Reichweite unserer Hauptstadt. Das heißt, wir können da zweimal drauf schießen. So, wo habt ihr denn hier euer Lager aufgeschlagen? Da. Gut zu wissen. Mit dem Speer gehe ich mal hier hin. Dann sehen wir ordentlich was. Und mit dem Bautrupp.
jetzt hier einmal weiterbauen. Du, Krieger, stellst dich mal dahin, dann bist du im Weg für den anderen Faustkeil. Wir müssen uns jetzt halt erstmal um die Barbaren noch ein bisschen kümmern. Was bauen wir? Große Bibliothek in 12 Runden. Wir wissen aber, dass, wer war das? Lissabon jetzt auch inzwischen dran baut. China schon relativ lange, deswegen lohnt sich das nicht. Hängende Gärten können sich lohnen. Wir wissen aber, Moment, haben wir jetzt inzwischen eine Botschaft bei Kamehameha? Die haben noch nicht die Schrift. Okay. Okay. Wir haben aber bei Ramses einen. Schauen wir mal. Ramses baut nichts. Nee. Artemis-Tempel lohnt sich für uns eigentlich auch nicht so wirklich. Ich habe gerade überlegt, ob ich den vielleicht baue. Wir könnten wirklich die hängenden Gärten versuchen durchzukriegen. Ich baue erstmal noch einen Bogenschützen. Das dauert nur 2 Runden. Das ist relativ dankbar. Wir haben jetzt relativ viel Produktion hier. Deswegen, ich baue noch einen Bogenschützen. Das geht relativ schnell am Anfang auch. Dann können wir unser Militär ein bisschen aufstocken. Ein bisschen Militär zu haben, ist wirklich nicht verkehrt, vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Und das geht ja, wie gesagt, auch relativ schnell mit 2 Runden. Ja, machen wir mal nächste Runde. So, Ägypten hat gerade eine Stadt gegründet da drüben. Das heißt, wir wurden da weggedrängt, wo ich eigentlich langlaufen wollte. Ja, extrem dankbar. Danke Ägypten für gar nichts. Unser Speer kriegt aufs Gesicht. Vom blöden Barbaren. Reicht natürlich nicht, um ihn unterzukriegen. Unser Speer ist ein harter Hund. So, die Krieger kriegen keine Erfahrungspunkte mehr. Dem Speer gebe ich mal Survivalismus, dann heilt er sich mehr. Und, ach, wo sind sie denn jetzt hingegangen? So, den Bogenschützen ziehe ich mal raus. Der soll sich jetzt mal um das Barbarenproblem kümmern. Und den Speer ziehe ich mal zurück. Ihr macht da mal weiter. Genau, mit dem will ich immer noch den letzten Spieler finden. Der wird hier oben, wie gesagt, irgendwo sein, schätze ich mal. Dich verschanze ich eine Runde. Ja, du wirst nicht so viel Schaden kriegen. Also wenn er verschanzt ist und auf einem Hügel, kriegt er nicht so viel Schaden auf jeden Fall. Ich glaube, ihr repariert das da mal am... Ach, Mist, da oben sind sie. Da hätte ich mit rechnen können. Das ist jetzt blöd. Wobei, das ist jetzt nicht blöd. Wenn die den einnehmen, stehen sie immer noch am gleichen Feld. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Krieger hier irgendwie runterziehe, dann kann ich die nächste Runde direkt wieder umdrehen, den Bautrupp. Dann passt das schon. Dann verlieren wir nicht allzu viel Zeit. Weil die werden jetzt auf jeden Fall den Bautrupp nehmen. Das machen Barbaren immer, wenn es möglich ist. Und es ist möglich. Haha. So, aber jetzt können wir halt hier drauf schießen, dann mit dem Krieger drauf gehen und dann gehört der Bautrupp direkt wieder uns. Und es hat den Bogenschützen ein bisschen gelevelt, was auch ganz nett ist. Das heißt bloß, wir können diese Runde nicht anfangen zu reparieren da. Aber hey, dadurch haben wir den einen Barbarentrupp, den wir unbedingt töten wollen, getötet. Was ja auch ganz dankbar ist. So die... Da ist schon wieder so ein Schiffchen. Wo kommen die denn alle her? Weg! So, gehen wir mal hier hin. Da gehen wir erstmal einen weiter. Und zwei. Und wer ist es? Da haben wir wen. Ach, England wieder. Botschaften bitte. England sind ja auch große Wunder. Die bauen auch die große Bibliothek. Die sind alle gerade an der großen Bibliothek. Das ist gut. Das heißt, die klauen sich gegenseitig Produktion. Nämlich nur einer wird es durchkriegen und die anderen haben dann ganz viel Zeit verschwendet. Und wir können die Zeit halt nutzen, um Dinge zu tun, die uns halt wirklich voranbringen. Das sind halt auch so Sachen, warum man als echter Spieler meistens ein bisschen mehr Fortschritt hat. Wir haben in 3 Felder Reichweite von der Stadt sogar Eisen. Das ist dankbar, erschreckenderweise. Hätte nicht damit gerechnet, dass es bei uns so gut aussieht, so von den Reichweiten, was wir ja machen können und was nicht. Ich denke, als nächstes machen wir wirklich Fallen stellen, weil das halt für uns recht interessant ist mit dem Jagdlager da. Nächste Runde wächst Venedig auch wieder. Wie sieht es hier aus mit der Mine? 2 Runden. Also eine Runde noch, logischerweise. Nächste Runde können wir fertig drücken. Machen wir nochmal nächste Runde. So, jetzt haben wir noch einen Bogenschützen. Haben jetzt 6 Einwohner. Müssen auch zuschauen, dass die Felder jetzt auch die richtigen sind, die wir bewirtschaften. So, das wollen wir reparieren. Das da ist fertig. So, und auf jeden Fall wollen wir halt unser 4 Nahrungsfeld. Unser 3 Nahrungsfeld. Hier auch unser 3 Nahrungsfeld gleich wieder. Dann wollen wir die beiden Goldfelder, wenn es geht. Und ja, ansonsten halt erstmal das Feld, was da schon mitgenommen ist. Das ist viel Produktion für uns. Und das ist sehr nett, das heißt nämlich, wir könnten so Sachen wie die große Bibliothek in 11 Runden bauen, aber wir wissen halt, wie viele KIs gerade an der großen Bibliothek bauen. Deswegen bauen wir jetzt erstmal schön eine Karawane, um unser Gold aufzustocken. Denn wir sind ja jetzt nicht sonderlich gierig, also eigentlich schon, aber wir sind gierig, aber bedacht, wenn das Sinn macht. Und der bedachte Spieler weiß halt, dass es in dieser Situation absolut sinnlos wäre, die große Bibliothek anzufangen, weil die höchstwahrscheinlich einfach wegfällt. So, wir heilen jetzt unsere Einheiten, die in unserem Gebiet sind und angeschlagen. Während ich diesen Bogenschützen nutzen werde, um halt hier rechts mal uns um den Barbaren zu kümmern, der da noch im Weg war. So. Dann sieht das ja eigentlich relativ gut aus für einen Anfang. Also unsere Stadt hat 6 Einwohner, wir vergleichen mal. Lissabon hat auch 6, aber dafür haben sie halt noch 2 Expans, was halt ärgerlich ist, weil wir haben keine Expans. Peking hat nur 5, da sieht unsere Hauptstadt besser aus, Theben auch nur 5. Aber wir müssen halt
berücksichtigen, jeder Einwohner zählt und auch Einwohner in diesen kleinen Städten zählen. Die geben halt auch ein bisschen was fürs Reich dazu. Und das haben wir nicht. Das heißt, dass unsere Hauptstadt größer oder genauso groß ist wie von den anderen, ist nicht schön, sondern Pflicht. Und darauf müssen wir wirklich achten, dieses Spiel. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das fürs Erste. Unser Anfang ist jetzt nicht ideal, aber ganz gelungen. Wir haben relativ viel Produktion durch die Goldfelder. 3 Glauben pro Runde ist nicht die Welt, aber dadurch werden wir bestimmt irgendwie eine Religion rauskriegen. Kultur haben wir einen ganz netten Schub gekriegt durch die Goldfelder jetzt auch, das ist nett. Und wir haben viel Produktion für den Anfang, das ist ganz nett. Das heißt, wir kriegen unsere Karawanen schnell raus, kriegen unsere Bibliothek dann wahrscheinlich schnell raus und können jetzt hier auch ein bisschen Gold dann generieren. Das gefällt mir ganz gut. Wir wollen natürlich schauen, dass wir wahrscheinlich erstmal mehr Frachter kriegen als Karawanen. Aber da die Frachter am Anfang nicht die größte Reichweite haben und wir in der Nähe natürlich keine weiteren Städte gründen können, haben wir momentan keine Frachterziele. Deswegen sind Karawanen erstmal sehr viel wichtiger. Und wir haben sowieso relativ viele Handelswege, die wir aus Venedig rausschicken wollen später. Deswegen ist das ganz interessant. Was für uns interessant ist als Wunder, ist der Koloss hier. Der Koloss macht nämlich, dass wir extra Gold durch Handelswege kriegen. Und da wir eh schon viele Handelswege haben als Venedig und eine Küstenstadt mit Venedig, dadurch auch den Koloss bauen können, ist das ein Wunder, auf das wir auf jeden Fall ein Auge werfen sollten. Das ist für unsere Strategie relativ zuträglich. Andererseits, ich möchte die hängenden Gärten sehr, sehr gerne noch bauen. Und da wir viel Produktion haben, wird das wahrscheinlich auch möglich sein. Da wir schauen einfach mal kurz in die Diplomatieübersicht. Weltpolitik. Tradition, China und Portugal haben Tradition, die anderen nicht. Das heißt, das sind die einzigen beiden, die uns die hängenden Gärten streitig machen können. Und wir wissen, die bauen beide gerade ganz eifrig an der großen Bibliothek. Und bevor keiner die fertig kriegt, also wenn wir jetzt gleich unsere Karawane fertig haben, können wir anfangen, die hängenden Gärten zu bauen und haben dann eine gute Chance, nochmal +6 Wachstum in Venedig reinzukriegen. Und das ist halt so eine Sache, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir halt viel Wachstum reinkriegen, gerade weil wir so viel Ebenengelände haben. Und deswegen ist das sehr dankbar und wir wollen das halt auch machen. Und das sind so unsere nächsten größeren Projekte. Die hängenden Gärten wahrscheinlich, den Koloss. Unser Militär ist jetzt erstmal groß genug. Natürlich wollen wir halt auch schnellstmöglich dann zu Bauwesen, um halt Kompositbogenschützen bauen zu können. Und das ist sehr, sehr nett. Aber ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht für uns aus, auch wenn wir Venedig sind. Ich denke, das können wir schon hinkriegen. Das Gute ist, wir sind hier durch die Stadtstaaten relativ dankbar eingekesselt. Der einzige Krieg, den wir wahrscheinlich anfangen müssen, ist der gegen Portugal. Was halt für uns heißt, wenn die Freundschaftserklärung ausläuft, erneuern wir die nicht und greifen sie dann an. Und nehmen dann Portugal, machen da Marionetten draus. Wir können die Städte nicht abreißen. Das heißt, es ist sehr, sehr ärgerlich. Portugal wird viele Städte gründen und wir werden diese nicht abreißen können. Das heißt, egal wie schlecht sie sind, wir müssen sie nehmen. Aber momentan sehen die gar nicht so schlecht aus. Porto sieht mit einem Leuchtturm relativ erträglich aus. Sind 2 Fischfelder da, das ist ganz schön. Braga hat hier eine neue Luxusressource. Das heißt, die unterhalten sich selbst eigentlich ganz gut mit der Zufriedenheit. Lhasa wollen wir sowieso nehmen. Dann haben wir hier oben eigentlich ein relativ großes venezianisches Reich dann, mehr oder weniger, wenn wir so wollen. Wir müssen nur schauen, dass wir das relativ früh in Angriff nehmen. Also so Ende Klassik, Anfang Mittelalter wahrscheinlich schon. Da die sonst halt wirklich Portugal, die klatschen 10, 20 Städte irgendwo hin, wenn sie es können. Und dann müssen wir die halt alle übernehmen. Und das ist blöd und das wollen wir nicht. Gut, aber ich denke, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Venedig ist halt, wie gesagt, ein bisschen anders. Also der Anfang ist recht ähnlich, außer dass ihr halt gesehen habt, wir haben keinen Siedler gebaut und haben uns deswegen auf andere Dinge konzentriert. Haben unser Gelände schon ganz gut verbessert, haben diesen Bautrupp-Trick benutzt, den bei Stadtstaaten, den sollte man auch mal machen, wenn es geht. Konnten nur Tradition aufmachen und haben halt hier den Klassiker gemacht. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir wahrscheinlich als nächstes Aristokratie schon nehmen, bevor wir Monarchie nehmen, weil Zufriedenheit für uns gar nicht so wichtig sein wird, weil wir halt nicht expandieren werden und dadurch halt die hängenden Gärten schneller bauen können, was wir halt dann auch gleich vorhaben. Deswegen, schauen wir mal, aber das alles dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Euer True. Bis dahin. Tüdelü.